einen guten Abend. Ja. Ich würde gleich starten. Ganz kurz was einsammeln. So. Gut, ja, ähm, es bietet sich an, es bietet sich einfach an, jetzt einen äh, Stream zu machen zu Rise of Cultures, denn ich habe erstens gestern Abend ähm, noch äh, Rise, als, Rise of Cultures als Kategorie bei Twitch anlegen lassen. Das äh, kann man machen äh, über äh, die IGDB. Palim, palim. Oh. <laughs> Danke dir, weil Danke dir. Schön, dass du da bist. Ähm, und vielen Dank äh, für deine, für deine vielen Monate äh, deine Subs. Genau, also das kann man machen über die IGDB. Ähm, weiß ich gar nicht genau, wie es äh, was das ist. <laughs> ich habe das nur, ich hab nur danach gesucht, gesucht und äh, das relativ schnell rausgefunden. Ich öffne es mal. Also ist so ein generell äh, so eine äh, Datenbank für Spiele. Ähm, vielleicht ist das International Game Database oder sowas. Auf jeden Fall. Ähm, scheint sich Twitch da die, ähm, die Spiele abzurufen, die es so gibt. Und da es Rise of, Rise of Cultures noch nicht gab als Twitch-Kategorie, habe ich das hier angelegt. Und ähm, jetzt äh, ist das jetzt hier quasi der allererste Stream äh, zu Rise of Cultures überhaupt auf Twitch. Und ähm, ja, den mache ich jetzt. So. Mache ich vielleicht nicht besonders gut, aber ich mache es. <laughs> okay. Ähm, schauen wir mal, würde ich sagen. Ich ähm, wollte es, wollt es gerne jetzt machen, weil es sich so anbietet, weil hier so viel zu tun ist, gerade bei mir, und mh, so viel zu zeigen ist. Und ach, eigentlich. Äh Uiuiui, <laughs> danke dir, Thürer, weil äh, eigentlich wollte ich gerade woanders beim Stream zuschauen, aber dann habe ich, hab ich mich eingeloggt und dachte mir so: Oh Mensch, hier ist so viel zu tun. Eigentlich muss ich die Gelegenheit nutzen und ähm, jetzt ähm, diesen Stream machen. Genau. Und äh, das Ganze wird natürlich hinterher auch auf YouTube erscheinen und ähm, dann wird es eben auch nachschaubar sein bis in. Alle Ewigkeit oder zumindest solange YouTube existiert oder mein Account nicht gesperrt ist oder irgendwas. <laughs> genau, auf äh, Twitch ist es ja nur so. Ähm, Ein Monat, glaube ich, ungefähr sichtbar nach dem Stream. Genau, okay. So, gut. Dann wollen wir mal. Wo fange ich denn am besten an? Thürerwald, hast du vielleicht eine Frage? <laughs> Wahrscheinlich schon. Aber mh, vielleicht fange ich am besten mal an. Vielleicht fange ich am besten mal an, so ein bisschen zu erklären, was es so für Gebäude gibt, um einen gewissen Grundüberblick äh, zu geben ähm, über das Spiel. Ich habe ja hier schon ziemlich viel. Ich habe eine ziemlich ähm, umfangreiche Stadt, wo man sehen kann, dass hier Münzen geerntet werden können. Dann hier solche Kisten, dann irgendwie Nahrungsmittel und ähm, Fässer. Und das ist halt die Symbolik, ähm, die es hier im Spiel so gibt. Münzen sind eine der Hauptwährungen, wie man hier sieht. Äh, davon habe ich auch schon jede Menge. Die werde ich jetzt hier mal einsammeln. Und dann kommen natürlich da oben ein paar mit drauf. Wenn man auf ein Haus drückt, dann werden auch alle eingesammelt. Das heißt, man muss jetzt hier nicht jedes einzelne Haus raussuchen. Das gleiche gilt für die äh, Nahrungsmittel. Da kann ich jetzt auch hier einsammeln und ihr werdet sehen, die addieren sich hier oben auf. Und hier tut sich auch was. Ähm, denn es läuft gerade in Rise of Cultures ein Event, nämlich das Halloween-Event. Und. Hier bin ich jetzt leider nicht, noch nicht an dem Punkt, dass ich euch zeigen kann, wie ich hier die eine Quest abschließe. Aber ich gehe auf das Event auch später noch ein bisschen ein. Ähm, ich fülle jetzt erstmal wieder hier die Produktionen auf. Man kann hier immer dreimal eine Stunde Produktion anwerfen. Und das mache ich eigentlich immer am Tag, dass ich hier diese Nahrungsmittelproduktion drei Stunden laufen lasse und dann möglichst mich nach drei Stunden wieder einlogge, um ähm, die Produktion wieder aufzufrischen und wieder neue Produktion einzustellen. Das gibt es einerseits in dieser Variante der kleinen Gebäude sozusagen, kleine Nahrungsmittelproduktion und dann gibt es noch eine große Nahrungsmittelproduktion, die gibt es hier unten. Da würde dann die große Produktion sechs Stunden lang laufen und dann gibt es eben noch kleinere ähm, mit, mit zwei Stunden und vier Stunden. Und bei den kleinen Nahrungsmittelgebäuden ähm, ist es, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, äh, nicht nur eine Stunde, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, zwei Minuten und zehn Minuten Produktion zu machen. Ähm, ist natürlich effektiver, alle zwei Minuten einzusammeln oder alle zehn Minuten, aber wer ist dann so oft online? <laughs> das klappt jetzt vielleicht während des Streams, könnte ich das eigentlich machen. Ähm, allerdings äh, möchte ich halt diese Quest hier abschließen aus dem Halloween Event und die besagt eben, dass ich 40 große Produktionen meines Zeitalters machen soll und das heißt eben, dass ich die großen machen muss, die eine Stunde dauern. Genau. Ja, das sind so die Hauptressourcen und eine weitere Ressource sind die Waren. Auch hier habe ich schon jede Menge ein eingesammelt. Select leider ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, ähm, denn ich bin nicht mehr in der Bronzezeit, sondern ich bin bereits im letzten Zeitalter der Feudalzei Feudalzeit hier in Rise of Cultures und ähm, man kann halt diese Zeitalter Alter durchlaufen und indem man sich durch die Zeitalter forscht und äh, dann jeweils dort die Ressourcen sammeln, die man in diesem Zeitalter braucht. Und ihr seht, ich habe jetzt hier in meinem Zeitalter, wo ich aktuell bin, extrem viele Ressourcen, weil ich schon eine ganze Weile in der Voldalzeit bin. Ähm, und jetzt hier quasi darauf warte, dass das nächste Zeitalter rauskommt. Ähm, ja. Genau, und man weiter forschen kann. Ähm, was ich an Rise of Cultures mag, ist eigentlich. Dass da nicht so viel passiert. Das mag ich ganz gerne. Ähm, wie vielleicht einige von euch wissen, ähm, bin ich ja eigentlich Forge of Empires Spieler und oder war lange Zeit zumindest sehr aktiver Forge of Empires Spieler und was jetzt, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Und ich spiele fast lieber Rise of Cultures im Moment. Weil es nicht so hektisch ist, weil es nicht mit so viel mh, täglichem Aufwand verbunden ist und weil es einfach sich besser einfügt in meinen Arbeitsalltag und mein, meine Lebenssituation. Und ähm, bei Forge of Empires war das früher auch mal so, dass es ein relativ gemütliches Spiel war, wo man nicht so viel machen konnte eigentlich. Ähm, das hat sich aber mit der mit den Gildengefechten drastisch geändert und man kann da quasi jetzt ja fast rund um die Uhr kämpfen oder zumindest alle vier Stunden. Und äh, wenn man in einer Profi-Gilde ist oder einer sehr guten Gilde, dann wird es ja auch von einem fast erwartet, dass man das so tut. Ähm, das habe ich auch lange Zeit gemacht, aber jetzt fehlt mir dafür leider die Zeit. Und deswegen passt irgendwie Rise of Cultures gerade mir irgendwie besser, persönlich gesehen. Ähm. Genau. Was es noch gibt, sind Güter, also diese Waren, was ich gerade angeklickt habe. Wie gesagt, Fässer, ähm, dann hier diese Manuskripte und die Kräuter. Und auch diese Symbole findet ihr hier gerade auf, in meiner Stadt. Hier kann ich Fässer produzieren und kann ich gerade einsammeln, auch wieder neu starten. Hier die Manuskripte und hier die Kräuter. Genau, Wie ihr seht, das sind jeweils zwei Stunden Produktion, also war ich schon sechs Stunden nicht mehr im Spiel jetzt. Und ähm, ja, auch eine Sache, die sich eben einfach anbietet jetzt ähm, für den Stream, weil ich jetzt was zu zeigen habe. Ähm, was sich auch alle paar Stunden auftut, sind neue Ereignisse. Hier habe ich zum Beispiel schon ein Ereignis gestartet, das kann ich jetzt abholen. Also einsammeln. Da gibt es nur ein bisschen Gold. Wenn man diese Grafiken hier sieht, dann sieht man, die sind ein bisschen schlecht gerendert an der Stelle, weil eigentlich ist das ja ein Handyspiel und in dem auf dem Handy sieht diese Münze ja natürlich äh, okay aus, aber hier auf dem ähm, ja in dem Browserbild ist dann die Münze dann doch nicht mehr so ideal gerendert. Ne? Die könnte natürlich dann ein bisschen mehr Detail haben, dann sieht die nicht so pixelig aus. Aber andere Sachen wie zum Beispiel die Schrift oder der Einsammelknopf oder auch die Kiste sehen ja, ja auch hier sieht super gut aus. Ja. Manche Grafiken muss man für die Browserversion, glaube ich, mal überarbeitet, überarbeiten. Genau. Ähm. So, dann gibt es noch diese Kisten als weitere Ressource. Und na, vielleicht nehme ich erstmal die Fläschchen. Die Fläschchen sind die Forschungspunkte da habe ich gerade drei stück bekommen hier in dem gebäude ähm, das ist das benötigt man um durch die zeitalter zu forschen aber wie ihr seht bin ich ja jetzt hier schon im letzten zeitalter was aktuell veröffentlicht ist der feudalzeit und von daher kann ich diese fläschchen im moment hier gar nicht einsetzen aber es gibt andere möglichkeiten die einzusetzen nämlich in der Weiterentwicklung der Weltwunder. Aber darauf kommen wir gleich noch. So, dann gibt es diese Kisten und diese Kisten sind immer eigentlich mehrere Belohnungen auf einmal. Das sieht man auch, wenn man draufdrückt. Dann packt sich diese Kiste aus und man sieht, okay, diese Kiste bestand aus Münzen und Vorräten oder Münzen und äh, Nahrungsmitteln. Wenn ich die Kiste hier auspacke, haben wir Fläschchen und Nahrungsmittel. Hier haben wir auch Münzen und Waren. Münzen und Waren. Hier Fläschchen, Waren. Ähm, bei dem Labor gibt es Fläschchen und Waren und Münzen. Und ja, das werde ich jetzt hier nicht überall durchgehen, aber ähm, das ist so. Wenn ihr Spezialgebäude habt, ähm, gibt es da immer mehrere Preise auf einmal. Und deswegen gibt's dann, werden dann diese Kisten angezeigt, weil da einfach mehrere unterschiedliche Typen drin sind von diesen Ressourcen. Dann gibt es natürlich Einheiten zum Kämpfen. Die haben dann je nach Einheitentyp unterschiedliche Symbole. Und. Hier ist auch nochmal... Ich glaube, dass es diese Kiste ist für eine zufällige Produktion, glaube ich. Äh, okay, und dann gibt es noch Zahnräder. Ähm, die haben wiederum mit den Weltwundern zu tun. So, hier werde ich gleich die Produktion neu starten für die Zahnräder, denn die Produktion dauert acht Stunden. Naja, da kann ich eigentlich noch warten, bis ich ins Bett gehe. Dann habe ich nämlich noch drei ähm, Arbeiter zur Verfügung, drei Arbeiter mehr. Okay, so so viel mal grob zu den Ressourcen, die es so gibt. Ich öffne jetzt mal so ein Spezialgebäude. Nehmen wir einfach mal dieses aktuelle Spezialgebäude. Ähm, ich klicke mal da drauf und zwar ist es die Krypta des Grafen. Das ist das neue Spezialgebäude aus dem Halloween-Event, was aktuell läuft. Wenn man hier oben rechts drauf klickt, dann kann man sehen, wie sich diese Krypta weiterentwickelt und was man kriegt, wenn diese Krypta weiterentwickelt ist. Also hier sieht man zum Beispiel jetzt auf Level 1, wo sie im Moment noch ist, bringt sie halt diese Sonnen. Da komme ich auch gleich noch zu. Und auf Level 10 gibt es dann irgendwie eine Kiste, ähm, verschiedene von diesen Fläschchen und dann einfach mehr von, von den Sonnen, also von diesen... Sonnenpfeildingern hier und ähm, das ist, ein, ist der Radius, auf den das wirkt. Das zeige ich jetzt gleich mal. Ähm, und zwar kann man hier umschalten. Ich kann hier vielleicht erstmal. Wenn man das selektiert, dann sieht man das, den Radius. Genau. Genau, jetzt sieht man den Radius hier drumherum. Ihr seht diese kleine gestrichelte Linie um das Gebäude herum, was nochmal ein Feld weitergeht. Und das ist der Radius, auf den sich diese 65 Sonnen auswirken. Und was man auch sieht, ist, wenn ich diese Krypta des Graphen jetzt hier einmal nach unten bewege, dann geht hier ein fröhliches Gesichtchen zu so einem, wird hier ein fröhliches Gesichtchen zu so einer, naja, gleichgültigen. Zum gleichgültigen Gesicht. Ja. Und äh, das bedeutet, dass abhängig davon ähm, die Produktion von gewissen Gebäuden gesteigert wird. Wenn man jetzt hier mal reinguckt, dann sieht man, dass man hier einen Bonus von plus 25 Prozent hat auf die Vorräte oder die Nahrungsmittel. Das bedeutet hier, alle zwei Minuten sammelt man 918 Nahrungsmittel ein. Wenn ich die Krypta nach unten schiebe so. und das Gesicht sich hier verändert und wieder wieder reingehen, dann sehen wir, das sind jetzt nur noch 748. Also ist schon ein deutlicher Unterschied, ob man ja, da richtig dran steht oder nicht. Genau. Man kann sich das auch von allen Gebäuden anzeigen lassen, wenn man hier oben rechts klickt. Dann sieht man, wie der Status der Gebäude überhaupt ist. Und dann sieht man auch, okay, diese lächelnden Gesichter werden auch noch besser durch diese wirklich ähm, mit, den, mit den glänzenden Augen, ähm, lächelnde Gesichter oder lachende Gesichter mit glänzenden Augen oder einfach diese total aus dem Häuschen Gesichter sozusagen. Und das ist die, im Prinzip dann die beste Produktionsmenge. Ich kann hier auch mal so ein Gebäude öffnen und dann sieht man einfach, dass das 1428 Nahrungsmittel bringt äh, in zwei Minuten. Ähm, verglichen mit den 700, die das hier brachte, na, ist das schon ein Riesenunterschied. So, sind auch schon wieder ein paar Münzen fertig, die kann ich auch wieder direkt einsammeln. Okay, ähm, so viel vielleicht mal zu diesen Grundressourcen. Kommen wir mal zu einem etwas weiter ausgebauteren Eventgebäude. Das ist jetzt zum Beispiel das Gebäude, das halloween eventgebäude aus dem letzten Jahr, das Labor des verrückten Wissenschaftlers. Und da seht ihr, wenn ich das einsammle, dann bekomme ich hier drei Fläschchen ähm, von diesen Waren meines Zeitalters jeweils. 78, wobei das ist gar nicht meines Zeitalters, sondern der byzantinischen, byzantinischen Ära, also zwei Alt Zeitalter zurück, und äh, 85.000 Münzen. Das kennen wir aus äh, FOE, erwähnt der Thürerwall hier gerade im Chat. Das ist richtig, genau. In Forge of Empires läuft es ganz ähnlich mit diesen Eventgebäuden. Da gibt es dann auch immer speziellere Preise, speziellere Belohnungen und eben auch diese Fläschchen oder diese, ähm, in Forge of Empires heißen die Forge-Punkte und hier heißen die Forschungspunkte. Auch die gleiche Abkürzung FP. Ähm, genau, Kapazität von Forschungspunkten erreicht. Das ist im Prinzip so mit einer der wertvollsten Währungen, die man hier im Spiel haben kann. Diese Forschungspunkte. Und davon braucht man natürlich massenhaft, wenn man noch nicht durch ist mit der Forschung. Aber auch jetzt, wenn man durch ist, kann man die gut gebrauchen. Und dazu komme ich, wie gesagt, später noch. Ähm, worauf ich noch nicht eingegangen bin. Es gibt neben diesen Spezialgebäuden und Eventgebäuden auch noch Anpassungen, sogenannte. Ähm, man sieht hier zum Beispiel, so sieht eine nor normale, voll ausgebaute Plantage aus der Feudalzeit Vo aus. Also dieses kleine Nahrungsmittelproduktionsgebäude. Man kann da allerdings eine Anpassung draufsetzen. Das ist hier ein Gebäude, ist eigentlich das gleiche Gebäude, das hat aber eine Anpassung drauf. Das mit dem Kuppeldach hier. Dieses. Man sieht auch, wenn man das öffnet, dann wandelt sich dieses Kuppeldach und man sieht wieder die normale Plantage, die dahinter steckt. Und wenn man hier auf, hier auf der linken Seite guckt, dann gibt es jetzt hier drei Reiter, während es hier bei diesen Gebäuden eben nur zwei gibt. Und das ist diese Anpassung. Und wenn man, sieht, oder wenn man draufdrückt auf die Anpassung, dann sieht man, was die bringt. Und zwar bekomme ich hier nochmal 5% Produktionsstärkung. Für die nächsten zwei Tage und 19 Stunden durch diese Anpassung. Genau. Also ich glaube, auf die gesamte Stadtproduktion wirkt das wiederum, ähm, produziere ich 5% mehr ähm, Nahrungsmittel. Ich kann ja mal eben gucken, hier bekomme ich 1428, ja. Und hier bekomme ich auch 1428. Also ich glaube, das gilt dann für die gesamte Stadtproduktion, dass man da nochmal äh, was extra bekommt durch die Anpassung. Genau, und es gibt halt diese verschiedenen Anpassungen, ähm, die dann im Prinzip die Gebäude nochmal verbessern. Die haben aber nur einen zeitlichen Effekt und sind halt meistens auf sieben Tage, ich glaube sogar im Moment alle auf sieben Tage begrenzt. Ich habe hier im Inventar auch noch eine Anpassung. Habe ich auch extra aufgehoben für den Stream? Und zwar habe ich hier eine in der Schatzjagd bekommen für das Seemannshaus. Das ist eine Anpassung auf ein großes ähm, Nahrungsmittelproduktionsgebäude. Und das bringt am Tag einer, einen Forschungspunkt und jeweils 100 von den Waren des jeweiligen Zeitalters auf dem. Der Bauernhof ist. Also, das sind jetzt tatsächlich die Waren in meinem Zeitalter, also in der byzantinischen Zeit. Und das bekommt der Bauernhof quasi dann ergänzend auf die normalen Nahrungsmittel, die der Bauernhof eh produziert. Bauernhof ist, wie gesagt, das große Produktionsgebäude für Nahrungsmittel. Da werde ich jetzt mal die Anpassung setzen, hier unten auf einen der Bauernhöfe. Dann sieht man, der verändert sich von der Optik ein bisschen. Und hat jetzt hier eben auch einen neuen Reiter, wo man das nochmal einsehen kann, was ich gerade eben schon gezeigt habe. In 24 Stunden gibt es hier einmal Fläschchen und dann jeweils 100 von den Waren meines Zeitalters. Genau, was ihr jetzt hier seht, hier ist ein Ausrufezeichen hinzugekommen. Das heißt, es gibt ein neues Ereignis, was ich einsammeln kann. Das ist ganz cool im Vergleich zu Forge of Empires. Man sieht hier nämlich. Gleich, wo die Ereignisse sind. Man muss sie nicht suchen. Bei Forge of Empires muss man die suchen. Und dann kann man hier direkt zwei Arbeiter hinschicken. Und nach zwei Minuten haben, haben sie dann diese Belohnung hier eingesammelt. Das sind entweder drei von den Fläschchen oder eine Truhe mit Nahrungsmitteln und Münzen. Schauen wir mal. Naja, zu 60% gibt es die Nahrungsmittel und Münzen, zu, drei, äh, zu 40% die Fläschchen. Schauen wir mal, was es wird in zwei Minuten. Okay, genau, diese Ereignisse kommen hier alle paar Stunden und da ploppen dann immer wieder welche auf. Gut. Und da habt ihr gerade schon gesehen, ähm, dazu werden jetzt zwei Arbeiter benötigt. Vorher waren hier noch 30 verfügbar und jetzt sind es nur noch 28, weil zwei Arbeiter jetzt hier beschäftigt sind. Man sieht die Arbeiter sogar, wie sie hier stehen. Irgendwie sieht man sogar drei. Und dort jetzt arbeiten. Genau, und äh, im Prinzip ist das überall so. Die Arbeiter gehen dorthin, wo sie, wo sie gebraucht werden und wo sie dann arbeiten sollen. Und dann gibt es eben noch die freien Arbeiter, die ja, die halt hier irgendwo sich langweilen. Genau, hier ist. Ups, hier ist so eine Arbeiterin, die steht hier einfach nur rum. Genau, oder hier oben laufen rum oder stehen rum. Und die hier sind ganz emsig, die bauen hier Nahrungsmittel ab und andere schaffen das dann wieder in die, ins Stadtzentrum in das Hauptgebäude genau und bringen das dann alles sozusagen bringen die Ernte ein was ja gar nicht so ist weil man muss ernten tatsächlich äh, es, es ist nicht während des, ähm, des, <laughs> während des, ähm, während man offline ist wird das nicht automatisch eingesammelt sondern man muss schon drauf drücken Genau, und äh, so ist es eben, dass jede Produktion eben auch Arbeiter braucht. Und das sieht man hier eben auch. Wenn ich jetzt hier auf dieses Gebäude drücke und ich würde jetzt hier eine 1 Stunden Produktion anfangen wollen, dann sieht man, ich bräuchte jetzt hier vier Arbeiter. Wenn ich die starte, dann fehlen mir die auch oder gehen mir die an der Stelle verloren. Und fangen an, hier in der Nahrungsmittelproduktion zu arbeiten. Das ist bei der kleinen Produktion gleich. Es ist nur bei unterschiedlichen Gebäudetypen anders. Wenn wir hier unten auf die großen Nahrungsmittelproduktionsgebäude gehen, dann brauchen wir einfach fünf Arbeiter. Genau, und jetzt ist auch das Ereignis fertig. Mal schauen, was wir bekommen. Wir bekommen die drei Forschungspunkte. Haben also Glück gehabt, weil von den anderen habe ich mehr als genug. Und von den Forschungspunkten kann man eigentlich nie genug haben, weil man eben die entweder fürs Forschen braucht oder für die Weltwunder und auf die Weltwunder würde ich jetzt mal eingehen oder vielleicht noch mal auf die Forschung leider kann man da bei mir nicht mehr sehr viel sehen ja ähm, ich kann das hier zwar ausklappen vielleicht sieht man auch noch was man da machen musste nee man sieht nur noch welche welche Belohnung es gab aber man sieht nicht mehr was ich dafür einsetzen musste müsst ihr mir jetzt glauben das kostete halt alles äh, eine ganze Menge von den Forschungspunkten, das freizuschalten. Und was es auch kostete, waren Waren. Und zwar nicht nur die Waren hier auf der linken Seite aus dem aktuellen Zeitalter, sondern auch auf die aus dem Zeitalter davor. Und die aus den kulturellen Siedlungen oder den Kulturen zeige ich auch später noch, wenn wir dazu kommen. <laughs> wenn wir ja nicht früher Schluss machen, weil es schon so spät ist. Okay, ich gehe jetzt mir ganz kurz ein Glas Wasser holen und äh, bin dann gleich wieder da. Dauert nicht länger als eine Minute. Bis gleich. Das auch ein bisschen, bis sich das richtig aufgebaut hat, also bis es richtig aufgelöst ist. Den Speakers Corner habe ich ja. Den Speaker, Speakers Corner habe ich auf. Denigu. Ups, nicht neu starten. Dort. Speakers Corner. Ja, ich brauche ihn nicht aufbauen, der ist ja gut. Der hat ja plus 11 Angriffskraft, genauso wie so ein Schachmattplatz. Von daher ein gutes Gebäude. Und besser als ein botanischer Rotunda. Na gut. So, da bin ich schon wieder. Ihr habt vielleicht einen meiner Clips gesehen. So, hier ist mein Wasser. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Es ist Cola. <laughs> ja. Okay, kann ich wieder Münzen einsammeln. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Uh, was habe ich denn hier geöffnet? Mein Sweeper. Wo waren wir stehen geblieben? Und zwar bei der Forschung. Genau, müsst ihr mir glauben, ähm, dass es diese, diese Waren hier braucht. Äh, kann ich jetzt leider nicht zeigen, da ich einfach schon durchgeforscht habe. Aber was ich euch zeigen kann, sind die Weltwunder. Und ich würde jetzt gerne mal meine 34 Fläschchen ausgeben. Da gehe ich mal auf die Weltwunder. Die sind nämlich inzwischen ziemlich komplex geworden. Früher war das einmal ein bisschen einfacher, inzwischen ist das äh, komplizierter. Ähm, man gibt, es gibt hier eine Übersicht der Weltwunder, welche man hat. Genau, das hier sind die Weltwunder, welche ich habe oder welche ich bauen könnte. Das sind einerseits Wunder der Antik antiken Welt und andererseits Wunder der großen Reiche. Und da wo diese Haken sind, diese Weltwunder habe ich gerade konstruiert. Hier unten auch. Dann gibt es noch Weltwunder, wo keine Haken sind, aber die bunt sind, wie hier zum Beispiel Stonehenge, und Weltwunder, die ausgegraut sind. Da steht hier auch zum Freischalten finden drunter. Genau, also. Ich habe diese Weltwunder, die bunt sind. Ich habe gebaut die Weltwunder, wo ein Haken dran ist. Und ich habe noch nicht die Weltwunder, die ausgegraut sind. Das hier zum Beispiel Abu Simbel, das fehlt mir noch bei Wunder der antiken Welt. Und hier unten fehlen mir sogar noch drei. Terrakotta-Armee, verbotene Stadt und chinesische Mauer fehlen mir alle drei noch. Ähm, früher war das so, man hatte weniger Wunder, die man bauen konnte, aber dafür konnte man alle bauen. Ähm, früher hatte ich, wie gesagt, dann auch mal Stonehenge gebaut und hängende Gärten, die standen auch in meiner Stadt. Das Einzige, was ich nicht gebaut hatte, war Hagia Sophia und alle angehakten hatte ich auch in meiner Stadt zu stehen. Kolosseum, Aachener Königsplatz, Zeusstatue und Tempel der Artemis, die hatte ich alle in meiner Stadt, plus Stonehenge, hängende Gärten und Hagia Sophia. Und die, die jetzt noch fehlen, die ich jetzt noch nicht genannt habe, hab, die sind alle neu dazugekommen, als die Mechanik der Weltwunder geändert wurde, also ähm, das ganze Weltwundersystem umgestellt wurde. Es ist jetzt nämlich so, man hat nur noch gewisse, eine gewisse Anzahl an Bauslots für Weltwunder. Und zwar vier in der Hauptstadt. auf Ja, in, in Nord-, Süd-, Ost- und Westrichtung. Hier sieht man das eine, dann hier. Unten, wo ist es denn? Ach so, ja, ist gar nicht, ist gar nicht so weit weg voneinander. Also hier ist ähm, der Aachener Königsplatz, hier ist das Kolosseum, ähm, hier oben der äh, Artemis, Tempel der Artemis und hier die Zollstatue. Genau, die vier habe ich in meiner Stadt aufgebaut. Und ähm, die anderen beiden, die ich mal hatte, Stonehenge und Hängende Gärten, da habe ich jetzt eben nicht mehr. Und zwar, weil sich die anderen mehr für mich lohnen. Also man musste halt dann zwei auslassen sozusagen, weil man nur noch vier stellen konnte. Manche mussten sogar drei auslassen, da sie eben auch noch die Hagia Sophia gebaut hatten. Genau, ich habe die ja nie aufgebaut gehabt. Genau, zudem gibt es jetzt aber noch Bauplätze für Weltwunder in den kulturellen Siedlungen oder in den Kulturen. Und zwar habe ich in meiner ägyptischen Siedlung eben auch noch eine Cheops-Pyramide und eine große Sphinx. Die kann man auch dort sehen, wenn man da hinwechselt. Und da wird man gleich sehen, im Norden gibt es dann da so einen Bauplatz. Und im Süden wahrscheinlich. Bin gerade gar nicht sicher. Genau, hier ist die Keops, zwei Stück im, zwei Bauplätze im Norden. Hier ist die kirbs pyramide und ähm, die Swings. Ja. Kann ich hier auch so gerade einsammeln. Das ist jetzt eingesammelt? Null Sekunden? Hm. Gute Frage. Keine Ahnung. Genau. Okay, aber ich spiele die kulturellen Siedlungen oder die Kulturen gerade auch nicht, weil ich sie nicht mehr spielen muss, weil man die eigentlich nur spielt, um in der Forschung weiter weiterzukommen. Denn man braucht eben auch die Güter hier auf der rechten Seite oder diese Waren auf der rechten Seite und die gibt es eben nur in den Kulturen. Und wenn man alles erforscht hat, dann braucht man diese Güter nicht mehr sammeln, diese Waren nicht mehr sammeln und dadurch erspart äh, man sich dann halt ein bisschen Arbeit und muss die Kultur nicht mehr betreuen. Okay, hier ist. Hat gerade Artus sich auf Discord eingemeldet. Okay. Gut. Der hat übrigens ähm, mir geschrieben und gesagt, oder generell geschrieben und gesagt, dass er in unsere Gilde Amarok gekommen ist, weil ich. Rise of Cultures in einem meiner Forge of Empires Videos er erwähnt habe. Also auf jeden Fall schön, dass wir da ein neues Gildenmitglied dazu bekommen haben. Und das Ganze dann hier wieder nochmal ein bisschen aktiver wird. Wir haben nämlich in der Gilde selber, oder in der Allianz ist es ja, hatten wir nur noch neun Mitglieder, jetzt sind wir wieder zehn. Alle sind in der Feudalzeit, außer Artus, der hat gerade erst angefangen, so wie es, wie es aussieht. Genau. Ja. Okay. So, ähm, nochmal zu den Wundern jetzt. Es gibt diese Wunder, wie gesagt. Und ich baue gerade an einem Wunder. Ich gehe nochmal auf die Übersicht. Und zwar vor allem an der Zollstatue. Deswegen hat die eben auch so einen Stern. Das bedeutet, dass dieses, das von mir favorisierte Wunder ist. Also da, wo favorisiert rein investiert werden soll. Wenn man das öffnet, ist hier dieser Favorithaken gesetzt. Das geht immer nur bei einem der Wunder. Und ähm, das macht dann folgendes. Und zwar, wenn man in die Wunder eines anderen Spielers geht, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Juba mal auf Wunder drücke, dann sieht man ganz oben die mit dem Stern. Das heißt, die muss man nicht, nicht groß suchen. Ähm, und wenn er Unterstützung braucht bei diesem Wunder, dann findet man das zu unterstützende Wunder eben gleich oben. Da äh, Rise of Cultures keinen guten Ingame-Chat haben, nutzen wir viel das Discord. Das zeige ich auch mal eben. Schiebe ich mal hier rüber. Und wir haben jetzt hier im Discord eine, eine Liste, welche Gebäude gerade ausgebaut werden sollen und äh, wo Unterstützung benötigt wird, in welchen ähm, Wundern. Und ich würde jetzt hier mal Houston in seinem Zeus unterstützen und statt oder im Gegenzug dann in mein Zeus ähm, Forschungspunkte haben wollen. Ja, habe ich ja gerade gezeigt, dass von mir favorisierte Wunder ist die, die Zeus-Statue und ich würde den Houston bei seinem Zeus unterstützen. Suche ich mir ihn mal raus. Muss ich hier im Chat mal ein bisschen hochgehen. Dann finde ich ihn auch. Genau, da ist Houston. Und dann gehe ich auf Wunder und dann kann ich ihn beim Zeus unterstützen. Leider hat er das nicht favorisiert, sondern die chinesische Mauer. Das heißt, ich muss jetzt bei der Zeus-Statue suchen. Hier ist Zeus-Statue und fünf ähm, Forschungspunkte. Da würde ich einmal fünf investieren. Ähm, ich glaube, das ist noch verbuggt und man sieht das jetzt hier nicht nochmal. Wenn man jetzt nochmal fünf investieren wollen würde. Genau, man sieht jetzt hier zwar nochmal eine zeus aber da gibt es nur drei. Und ich will ja nochmal 5 einzahlen, weil ich ja gerade in der 2x5FP-Kette gepostet habe, dass ich da einzahlen möchte. Also schließe ich das nochmal, öffne nochmal den Chat. Das bleibt glücklicherweise an der Position stehen. Kann gleich wieder zum Überspringen und suche nochmal nach seinem Zeus. Und hier sehen wir, okay, jetzt ist da wieder ein Eintrag drin mit 5. Und äh, investiere hier nochmal 5. Forschungspunkte in seine Zollstadtur. Oh, schwieriger Name. Ähm, Silvi. Silvi, würde ich jetzt mal <laughs> sagen: ähm, Vielen Dank dir für dein Follow. Schön, dass du ähm, mit dabei bist und äh, mitzuschaust. Bist du, ähm, spielst du Rise of Cultures? Genau. Ähm, ähm, ja, also ich habe jetzt da zweimal investiert beim Houston. Und äh, was euch vielleicht aufgefallen ist, ich hatte hier vorher mal drei zu stehen. Jetzt habe ich nur noch mal eins zu stehen, weil ich eben zweimal was eingezahlt habe in sein Wunder. Und ähm, kann jetzt da weniger einzahlen. Also man kann am Tag fünfmal in den Wundern anderer Spieler einzahlen. Und dafür bekommt man was zurück. Und zwar diese Belohnung hier, diese Zahnräder. Erkläre ich gleich noch, da ich ja eh hier gerade bei den Wundern bin, was diese Zahnräder bedeuten. Okay, also ich möchte jetzt hier auch noch einmal, ähm, ein weiteres Mal ähm, meinen letzten Versuch verbrauchen. Also gehe ich nochmal ins Discord und gehe in die, äh, die 5FP-Kette. Da steht auch Houston drin. Ich poste nochmal meinen Zeus. Und poste beim Houston ins Zeus oder gehe nochmal zum Houston ins Zeus und gebe dem Houston auch meinen letzten offenen Versuch, meine letzte offene Unterstützung in seine Zeus-Statue mit fünf Forschungspunkten. Ja, hier ist es doch. So, bekomme dazu, dafür noch ein paar Zahnräder. Und jetzt habe ich keine mehr offen. Bedeutet jetzt. Ich bin für heute fertig, was diese Unterstützung der Wunder angeht und kann keine weiteren Zahnräder mehr bekommen. Im Gegenzug ähm, werde ich jetzt über diese Ketten in meinem Zeus unterstützt. Dann gehe ich mal auf mein Zeus. Ähm, man sieht hier einfach eine Info, was bringt der Zeus an dieser Stelle. Und hier ist die Übersicht, wie der Status ist der, des Ausbaus. Und ähm, hier sind schon überall Häkchen dran, also der Status ist schon ziemlich gut, es ist schon fast abgeschlossen. Das Einzige, was noch fehlt, sind einige von diesen Fünfer-Paketen. Und deswegen will ich eben, investiere ich äh, so, dass ich diese Fünfer-Pakete von Leuten aus der Gilde auch in mein Haus bekomme. Und da würden, werden jetzt demnächst drei weitere eingezahlt werden und dann habe ich 20 von 24 Einzahlungen da drin und kann das dann bald, Verbessern und auf die nächste Stufe bringen. Okay, von meinen ähm, vielen Forschungspunkten, die ich vorher hatte, habe ich jetzt noch 19, wie ihr seht. Ist immer noch einiges. Ähm, und würde die jetzt selbst in meine eigenen ähm, Wunder investieren, weil ich in die Wunder der anderen Mitspieler nichts mehr investieren kann, weil ich eben diese fünf. Ja, Unterstützung verbraucht habe für heute. Ich zahle jetzt aber nicht hier ein, weil hier können eben auch andere ein einzahlen, sondern ich würde bei mir in die Swings einzahlen und hier diese drei Forschungspunkte Kisten füllen. Mache ich jetzt erstmal, dass ich unter 10 komme, sodass jetzt wieder Produktion starten kann, die Produktion starten kann, denn alle, also jede Stunde bekommt man eben auch einen weiteren Forschungspunkt automatisch hinzu, wenn die Leiste nicht voll ist. Genau. So, ähm, wie ihr seht, ähm, die Swings hat hier ganz andere Werte auf der rechten Seite irgendwie so ein Pferdchen angezeigt für Kavalleriestärkung und Produktion. Ähm, da gehe ich jetzt auch nochmal grob drauf ein. Die Zollstatue hat die Infanteriestärkung von 14,6% im Moment und wenn ich die jetzt verbessern würde auf die nächste Stufe, wo ich ja dabei bin, kriege ich 0,3% dazu. Das heißt, auf der nächsten Stufe, auf Level 18, wenn ich die vor, äh, die, die Zeus-Statue ausgebaut ha baut habe, dann bekomme ich eben 14,9% ähm, Infanteriestärkung. Zudem gibt es hier eben noch die zweite, den zweiten Bonus, der ist auch neu hinzugekommen. Und zwar bekommt man für alle weiteren aktiven Statuen nochmal 4% obendrauf auf die Infanteriestärkung. Da müsste ich jetzt mal gucken, habe ich weitere Statuen in meinem Inventar, also in meinen aktuell aufgebauten Wundern. Wenn ich jetzt hier X drücke und gucke. Okay, eine weitere Statue wäre Stonehenge, ist aber nicht aufgebaut. Die große Sphinx ist eine Statue, ist aufgebaut. Das heißt, hier kriege ich nochmal 4% obendrauf. Und ähm, hier unten die Terrakotta-Armee ist auch eine Statue, ist aber auch nicht aufgebaut. Habe ich noch gar nicht. Genau, das heißt, für meine Zollstatue bekomme ich jetzt insgesamt 18,6% Infanteriestärkung. Und für die großen Swings wiederum bekomme ich Kavalleriestärkung. Im Moment 9,8%. Das ist deutlich weniger, einfach auch weil hier das Level erst auf Stufe 6 ist. Und beim, ähm, bei der Zollstatue eben schon auf Level 17. Dafür steigert es sich es aber auch noch mehr. Also hier gleich um 0,6% statt um 0,3%. Und es wird dann halt immer, immer schwerer nach oben raus. Und ich bekomme hier auch nochmal 4% oben drauf für jede weitere Statue. Und da ich eben auch noch die Zollstatue habe, bekomme ich statt den 8,9% Kavalleriestärkung 13,8%. Statt den 9,8, 13,8. Genau, so ähm, wirkt das jetzt so ein bisschen zusammen und ähm, ich könnte jetzt beispielsweise auch den Tempel der Artemis äh, rausnehmen und stattdessen die, die Stonehenge aktivieren und dann würde ich halt nochmal plus vier Prozent ähm, Stärkung oben drauf bekommen, weil ich dann noch eine weitere Statue hätte, die aktuell aktiviert ist. Aber es lohnt sich für mich mehr den Tempel der Artemis aktiv zu haben, weil der gibt mir 14,6% Stärkung der Fernkämpfer. Es ist schon ein bisschen mehr als vier weitere Prozent. Genau, außerdem verleiht er auch drei Arbeiter und drei Arbeiter mehr ist halt auch immer gut, weil man damit mehr anfangen kann, dann einfach in der Stadt. Stonehenge würde mir extra ähm, Produktion der extra Forschungspunkte gewähren. Jeden zusätzlichen Tempel gibt es hier übrigens auch nochmal. Zusätzliche forge -Punkte. Ist auch nicht schlecht. Genau, aber mir ist Kampfkraft äh, wichtiger, da ich ein einfach auch relativ viel kämpfe. Und dazu kommen wir auch noch. Okay, was habe ich noch aufgebaut? Die große Swings. Ja, hatte ich ja schon gezeigt. Die bringt aber hier auch noch zusätzlich eine Truhe. Und in der Truhe drin ist ein Befehlshaber, der ist auch zum Kämpfen da. Und ein, also Alternativpreis, eine Truhe, die ziemlich viele Münzen und Vorräte enthält. Genau, die bekommt man eben auch einmal am Tag und kann man einmal am Tag einsammeln. Ich konnte noch die Cheops-Pyramide eigentlich einsammeln. Irgendwie hängt das bei 0 Sekunden. Keine Ahnung warum. Ist vielleicht ein Anzeigerfehler im Browser. Genau, die ist aber aus meiner Sicht nicht so lohnend. Die bringt einfach nur Waren und von den Waren habe ich eigentlich genug. Und eigentlich würde ich gerne die Cheops-Pyramide austauschen gegen das Abu Simbel, um dann eben noch mehr Kampfkraft <laughs> zu generieren, ja. Schaden all meiner Einheiten zu erhöhen und zusätzlich noch äh, Forschungspunkte generieren. Und das ist auch noch eine Statue. Das heißt, es würde sich nochmal... Ähm Ach nee, es ist eigentlich ein Palast. Aber es verleiht für Statuen zusätzlich nochmal Forschungspunkte. Interessant. Es würde dann also für, für meine Zollstatue und meine äh, Swings nochmal extra was bekommen. Also das abo Aber ich kann es leider im Moment noch nicht aufbauen, weil mir... Die Blaupause fehlt für das Abo-Symbol. So. Jetzt scheint mein Browser eingefroren zu sein. Ich ähm, mache jetzt mal hier ein Reload. Ich hoffe, es startet gleich wieder. <laughs> ich hoffe, es startet gleich wieder. Irgendwie, ja, gut. Das schon, sieht schon besser aus. Irgendwie habe ich diesen Startstream äh, mit dem, mit dem Indo-Games-Logo äh, an der Stelle noch nie gesehen. Genau. Okay, jetzt startet das Spiel wieder. Und ich kann mal wieder Münzen einsammeln. Huch. So. Ähm, diese kleine Weltwunderkunde. <laughs> genau, also man kann ähm, Weltwunder, die eigenen Weltwunder, in die eigenen Weltwunder investieren von den Forschungspunkten. Man kann ja damit am Ende oder im, im, in dem Status, wo ich jetzt bin, auch eh nichts mehr anderes machen, als sie zu investieren. Ähm, und in die... Weltwunder anderer Spieler, hier unten bei Hilfe anderen. Aber da eben eben, also nur fünf am Tag. Genau. So. Dann gibt es noch die Zahnräder. Hier habe ich jetzt 1030 Zahnräder. Und da werden wir gleich mal schauen, ob wir vielleicht jetzt Glück haben. Ich sagte ja, Abu Simbel. Das Abu Simbel hätte ich gerne und ich würde das Abu Simbel gerne gegen die Cheops-Pyramide tauschen. Ich habe die Cheops-Pyramide auch überhaupt nicht gelevelt. Die ist noch auf Level 1, weil ich die eigentlich auch gar nicht behalten will. Ich will die so schnell wie möglich austauschen gegen Abu Simbel. Aber dazu muss man erstmal Abu Simbel haben. Und um das zu kriegen, muss man es erfinden. Und dafür sind die Zahnräder da. Da gehe ich jetzt mal oben auf Erfinden. Sehen wir hier auch Leonardo da Vinci. Ich denke mal, das soll Leonardo da Vinci sein. Ist ja ein berühmter Erfinder. Und ich möchte Wunder der antiken Welt erfinden, denn hier ist das Abu Simbel dabei. Genau. Ähm, hier. Abu-Simbel-Bauplan. Den muss ich bekommen und erst wenn ich den bekommen habe, kann ich das Abu-Simbel aufbauen. Das ist bis mir bisher aber noch nicht gelungen. Genau. Ähm, und hier sieht man auch, man kriegt ähm, für jede zehnte Kugel mindestens einen Bauplan, also so ein von diesen Bauplänen. Ähm, aber eben nur normalerweise nur jede zehnte und den legendären fürs Abu Simbel bekommt man nur ja jede 80, jedes achtzigste Mal und ich habe schon einmal ein legendäres bekommen allerdings war es dieser Bauplan für den Tempel der Artemis und Tempel der Artemis habe ich weiß Gott schon gut ausgebaut brauche ich im Moment überhaupt keine Baupläne. Okay. Alternativ könnte man hier eben auch die Wunder der großen Reiche anspielen. Da gibt es ähm, hier die chinesische Mauer, habe ich auch noch nicht. Und die verbotene Stadt und die Terrakotta-Armee habe ich alle noch nicht. Ja. Aber ich bin im Moment immer noch dabei, Abu Simbel zu kriegen, weil ich finde, das Abu Simbel lohnt sich am meisten, da es zwei sehr begehrte Ressourcen bringt. Und zwar äh, die Kampfkraft, die ich gerade zeigst du mir das, ja. Die Kampfkraft, ja, den erhöhten Schaden und eben noch Forschungspunkte. Und die anderen sind auch gut. trakotta armee ist auch gut. Gibt auch Kampfkraft für die schweren Infanterie oder Lebenspunkte für die schwere Infanterie. Verbotene Stadt finde ich nicht so gut, bringt nur Waren, will ich mir eigentlich nicht, nicht bauen. Und die chinesische Mauer bringt erhöhte Lebenspunkte für alle Einheiten, ist also auch gut. Genau, und auch noch Forschungspunkte. Genau, Terrakotta-Armee hat dann nochmal so einen Befehlshaber, den man dann nutzen kann. Äh, Komme ich vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Okay. Ja, so, dann versuchen wir mal das ABU-Symbol zu erfinden. Dazu brauche ich von diesen komischen Kreiseldingern hier ähm, welche. Und um die zu bekommen, kann ich die herstellen mit Hilfe der Zahnräder, die ich bisher eingesammelt habe drücke jetzt mal hier auf den Knopf und kann 200 Zahnräder in eines dieser Kreisdinger umwandeln. Das heißt, ich kann mir insgesamt fünf Zahnräder generieren aus meinen äh, fünf Kreisdinger generieren aus meinen Zahnrädern. Ich frage mich ein bisschen, warum sie nicht gleich diese Kreisdinger genommen haben. Wahrscheinlich, weil es dann zu viele geben würde, weil man bekommt ja wesentlich kleinteiliger Zahnräder. Ja, weil es zu viele geben würde sonst. Okay, und ich produziere jetzt mal fünf Stück davon. Kommt hier so eine Animation? Palim, Palim. Und da habe ich jetzt so Zahnräder bekommen. Ach so, eins öffnet sich auch schon und da ist ein Staturmaterial drin. Okay, kann ich einsammeln. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Äh, erfinden wir mal weiter. Ich habe noch vier offen. Das auch überspringen, wenn ich einfach anklicke. Ähm, jetzt habe ich einen Bauplan bekommen. Aber für die Zollstatue brauche ich nicht. Toll. Ja. Verlorener Bauplan. <laughs> ähm, Palastmaterial. Okay. Die Baupläne sind übrigens das das Wichtigere. Palastmaterial. Wie ist es jetzt eigentlich? Ist der Counter jetzt zurückgesetzt? Ja. Der Counter ist jetzt zurückgesetzt. Der nächste garantierte Bauplan gibt es erst wieder später. Okay. Gut. Hängende Gärten brauche ich auch nicht, will ich nicht mehr aufbauen. So, alle ähm, Zahnräder und Kugeln verbraucht. Leider war nichts dabei, was ich jetzt aktiv brauche. Ähm, vielleicht dann demnächst, wenn ich den 80. Bauplan hier bekomme. Ne? Dieser Blau, äh, garantierte Bauplan hat sich jetzt auch wieder zurückgesetzt, weil ich noch einen zweiten Bauplan für die hängenden Gärten bekommen habe. Genau. Also wenn man immer Pech hat und keinen Bauplan bekommt, zehnmal, dann bekommt man beim zehnten Mal auf jeden Fall einen Bauplan. Oder hier bekommt man, wenn, wenn ich jetzt schon früher einen legendären Bauplan bekommen hätte, dann hätte sich diese Zahl hier auch zurückgesetzt. Aber habe ich ja nicht. Genau, und ich hoffe nur, ich hoffe nur sehr, dass ich dann nicht nochmal den Tempel der Artemis bekomme, weil den habe ich schon. Okay, soweit, so gut. Leider kein Gewinn. Aber da seht ihr, wozu man diese Zahnräder braucht. Und deswegen sammle ich die fleißig und deswegen lohnt es sich, bei anderen Spielern zu investieren, um dann eben so ein paar Zahnräder zu bekommen. Und ich hatte ja hier fünf Forge-Punkte, Forschungspunkte, nicht forge das ist ein anderes Spiel. Ich habe ja fünf Forschungspunkte investiert geha gehabt bei Houston in die Zollstatue und da habe ich dann jeweils. 20 Zahnräder dafür bekommen. Wenn man nur 3 investiert, dann kriegt man nur 15. Wenn man. Ähm, wenn man 10 investiert, wo haben wir denn 10? Hier, kriegt man 35. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, diese Materialien zu investieren. Da gibt es äh, sogar 50 Zahnräder. Genau, bei Blaupausen geht das, glaube ich, auch. Aber da finde ich jetzt. Doch hier, für eine Blaupause gibt es gleich 200 äh, Zahnräder. Das heißt, man kann für eine Blaupause 1 zu 1 eine Kugel generieren. Genau. Ja, aber ich habe ähm, Forschungspunkte investiert, ähm, obwohl es dafür weniger Zahnräder gibt. Warum? Einerseits, weil ich Forschungspunkte übrig habe wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Blaupause dem Chico geben würde, dann hätte ich davon keine mehr. Ja? Also ich habe nur eine von, dem, von der 8. Königsfall übrig. Und wenn ich ihm die jetzt geben würde, hätte ich keine mehr. Und vielleicht brauche ich dann demnächst wieder eine und dann habe ich keine mehr. Das ist natürlich dann ungünstig. Ein bisschen weniger schwierig ist es mit diesen ja, Materialien, die es gibt. Davon habe ich eigentlich zum Teil eine ganze Menge und das investiere ich auch gerne mal ja an einem Abend wenn ich merke okay heute ist der oder der Tag ist fast rum und ich habe jetzt aktuell keine Forschungspunkte die ich mehr an andere Spieler vergeben kann und dann gucke ich mal von welchen Materialien habe ich denn viel und stecke dann einfach mal Materialien bei jemand anderen rein kann ich jetzt aber auch nicht mehr weil meine fünf meine ähm, fünf Unterstützungen verbraucht sind. Und ähm, das gestaltet sich hier auch ganz unterschiedlich. Ja? Also Festungsmaterial, wie, oder ja, doch, Festungsmaterial habe ich hier eben zwölf Stück. Könnte ich jetzt dem äh, Sico welche geben. Aber hier unten, wie ihr seht, ähm, beim Arena-Material sieht es schlecht aus. Da könnte ich jetzt dem ähm, MacTobias keine drei Stück geben. Habe ich nichts von. No. Genau, sieht man hier oben auch in den Waren. Bei den Wundermaterialien. Was man gerade hat, hat habe ich eben jede Menge Tempelmaterial und Palastmaterial und natürliches Material. Ganz gut. Festungs- und Statuermaterial. Gar keine Arena- und Meeresmaterialien. So. Wenn jemand Zeus-Blaupausen benötigt, da würde ich welche abgeben. <laughs> ich hätte gerne... Chiro Kiosp Pyramide. Ne, habe ich ja schon gebaut. Aber ich hätte gerne Abu Simbel, Terrakotta-Armee, Verbotene Stadt und chinesische Mauer. Die fehlen mir noch, die drei. Genau. Die braucht man einmal, die Bau, also die, diese Blaupausen, Baupläne braucht man einmal, um das Gebäude grundsätzlich aufzubauen. Und dann später alle paar Stufen braucht man dann mal wieder welche. Genau. So. Was ich ja auch aktiv ausbaue, ist die Swings. Wie ist denn das jetzt bei der Swings? Nee, da brauche ich im Moment Statormaterial, aber keine Blaupause, noch nicht. Ich glaube, ob... Naja, irgendwann, nächst, eine der nächsten Stufen, bräuchte ich dann wieder eine Blaupause. Ähm, habe ich Swings-Blaupausen noch? Ja, habe ich sogar noch zwei übrig. Also wäre gar kein Problem. Genau. Ja, und hier sieht man, ähm, dass hier mir jemand etwas gegeben hat. Ich nehme mal an, das waren äh, Nahrungsmittel. Die hier jemand anderes unterstützt hat. Äh, Marine. Genau. Die ist gar nicht in meiner Gilde ähm, und hat trotzdem in meinen in mein Weltwunder investiert. Das ist natürlich nett. Okay. So. Das waren die Zahnräder. Nächster Punkt. <laughs> Ja, also das sind hier, diese Wundermaterialien sind äh, Ressourcen, die, an die kommt man so besonders schwierig, weil die kann man eben nicht handeln und die kann man nur generieren mit den Zahnrädern. Und die Zahnräder bekommt man nur, wenn man in andere Wunder investiert oder wenn man hier selbst Zahnräder produziert im Architektenatelier. Da kann ich alle acht Stunden 25 Zahnräder generieren. Das ist natürlich müßig. Ne? Also ich nur, ich kann nur ein einziges Architektenatelier haben und ich bekomme hier maximal dreimal am Tag 25 Zahnräder. Das heißt äh, 75 am Tag. Das wären 150 an zwei Tagen. Jeden dritten Tag könnte ich dann ein, eine Kugel bauen aus den Zahnrädern, weil ich dann hätte ich 225. Ähm, Zahnräder ähm, und könnte daraus halt eine Kugel machen und hätte ich nochmal eine Chance ähm, auf diese Materialien. Genau. Aber auch nur, wenn ich wirklich alle acht Stunden einsammle, das ist schon arg schwierig, das alle acht Stunden zu machen. Hello. Genau. Und ähm, das gibt es ja auch nur, wenn das Architektenatelier auf Level 10 ist und ich habe das schon voll auf, ausgebaut. Und ähm, da produziert es alle 8 Stunden 25 Zahnräder und vorher braucht es länger. Das heißt, es ist jetzt hier schon in, äh, in der Idealverfassung. Das ist, ja, Architektenatelier ist ein Spezialgebäude, genauso wie die Schule. Die habe ich noch nicht voll ausgebaut, die ist erst auf Level 8. Da sieht man auch die Verbesserung. Ja. Ähm, die Schule produziert... Forschungspunkte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, eine gewisse Menge, wie ihr hier seht. Seht, drei Arbeiter sind da drin, arbeiten da drin. Das heißt, wenn ich die Schule jetzt wieder anwerfe, zur Nacht, über Nacht, dann sind halt da drei Arbeiter gebunden und die habe ich dann nicht mehr woanders zur Verfügung. Und ähm, wenn ich jetzt, mh, ja, man kann ja einfach Materialien finden, um die Schule auszubauen und zu verbessern und ähm, die nächste Verbesserungsstufe. Würde, würden sich meine prozentwerte hier so ein bisschen verbessern, wenn man da mal vergleicht genau dann habe ich nur noch 30 hier auf drei Forschungspunkte Hier geht es hoch von 35 auf 40 und hier von 25 auf 30 nee, von 20 auf 25 dass ich fünf Forschungspunkte bekomme und 5% für sieben forschungspunkte bleibt gleich. Ja, und da muss ich halt diese Puzzleteile sammeln für. Da habe ich im Moment 10 von 70, also dauert noch ein bisschen. Drittes Spezialgebäude gibt es auch noch. Das ist dieses, dieser Minoische Wachturm. Das ist einfach ein Gebäude, was diese Zufriedenheit, diese Sonnenbringt. bringt. Brauch, äh, nee, braucht keine Arbeiter, sondern produziert auch Arbeiter. Also man kriegt auch noch zwei Arbeiter dazu aus dem Wachturm. Der ist schon auf 9, wie ihr seht. Und wenn ich den jetzt ausbauen würde, dann würde ich noch einen dritten Arbeiter daraus bekommen und äh, insgesamt 750 Sonnen genau. Dann ist er dann aber voll ausgebaut. Also er ist jetzt auf Level 9 und dann wäre er Level 10 und weiter könnte man ihn dann auch nicht mehr ausbauen. Da wäre dann auch der fertig. Genau. Also ich bin hier, wie ihr seht, schon ziemlich im Endgame, schon ziemlich weit in, im Spiel. Hab da auch schon wirklich einiges. Äh, an Erfahrung gesammelt. Ja, und ähm, da kann man sich natürlich überlegen, wo man dann diese Gebäude am besten platziert. Wie diese 700 sonnengebende, 700 sonnengebenden minoischen Wachturm. Wenn ich den jetzt hier rausziehe aus dem äh, Gebiet, dann würden hier die Gebäude. Ähm, ja. Genau, hier seht ihr, wie die Balken sich verändern rechts. Ähm, zumindest die diese beiden Gebäude hätten dann würden sich da würde sich der Status ändern. Da würde die ähm, sehr sehr doll lachende Sonne zurückgehen auf eine stark lachende Sonne. Ne? Und hier unten die wäre dann gleichgültig. Genau. Also man muss sich auch auf, also man muss sich überlegen, wie man die Stadt aufbaut, ähm, dass das so platziert ist, dass diese Sonnengebäude dann auf möglichst viele andere Gebäude Einfluss haben und die dann eben pushen und die Produktion dieser Gebäude verstärken. Ist alles nicht ganz so einfach, ist wahrscheinlich auch hier nicht gerade ideal aufgebaut von mir, aber ist ausreichend, sagen wir es mal so. Seinen Zweck kann man sicherlich dran rum optimieren. Ja, also vielleicht habt ihr da eine bessere Aufstellung. Ähm, und ja, Gebäude, die diese Sonnen bringen, sind diese kulturellen Gebäude. Also, hier gibt es auch ein Baumenü. Da war ich noch gar nicht drauf. Das sind Kul Kulturstätten. Genau, das sind all diese Gebäude hier. Die habe ich auch alle schon gebaut. Die, die man frei erhalten, erhalten kann. Nur die, die man gegen Diamanten bekommt, habe ich noch nicht gebaut. Genau, alle frei erhält, erhältlichen Gebäude sind hier auch in der Stadt von diesem, dieser kulturellen Verstärkung. Ihr seht hier auch noch so ein paar so, so Hecken, die machen auch das Gleiche. Hier geben sie 680. Hier gibt es so ein Badehaus oder was es ist. Gibt über 1000. Ähm, und da ist noch das. Große, die große Kulturstätte gibt 1820. Genau, die hat hier einen großen Einfluss auf ganz viele von den Gebäuden hier in der Nähe. Und ich versuche halt ähm, das so aufzubauen, dass all meine normalerweise aktiven Nahrungsproduktionsstätten alle ein extrem stark lachendes Gesicht haben. Und dann eben auch einen extrem starken Produktionsboost. Genau, und ähm, diese Event- und Spezialgebäude haben manchmal auch einen kulturellen Bonus. Zum Beispiel hier dieses Gebäude, wie ihr seht. Ja, danke, Thürerwall. Wie lange ist denn schon aus? <laughs> gerade erst ausgegangen. Zum Glück äh, schaust du noch aktiv zu. Oder hörst du noch aktiv zu? Sonst hätte ich hier äh, noch lange ins Nichts gesprochen. Ähm, das ist ja das, die Macke meines Mikrofons. Weniger als 60 Sekunden. Genau, ich habe gerade diesen Radius erklärt. Ähm, ähm, also diese. Diese 1 hier bei, dem, bei der gestrickelten Linie, das ist der Radius, auf den diese Sonnen wirken. Und das ist hier eben nur 1 äh, bei der Kra äh, Krypta des Grafen. Ähm, auf Stufe 10 immer noch 1, aber auf Stufe 40 würde es dann 2 sein, ähm, der Radius, also auf den diese, dieser kulturelle Bonus wirkt. Das würde jetzt hier aber in dem Fall nichts ändern. Aber dann gibt es eben Gebäude wie. Dieses hier, die Piratenfestung, und die haben einen sehr großen Radius, wie man sieht. Über vier ist es hier sogar. Zwar nicht so viele Sonnen, aber einen ziemlich großen Radius. So, so einen großen Radius hat hier das... Nicht mal, nicht mal die große Kulturstätte, die hat nur drei. Ja, aber eben auch das Dreifache an, an Sonnen, an Kultur. Genau. Ähm und wenn ich jetzt hier bis äh, Stufe 41 levele, dann habe ich sogar 5. Ein Radius von 5. Im Moment ist ja bei 4. Bin ich gerade bei Stufe 29. Also auch schon ziemlich weit bei der Piratenfestung. Die ist ein sehr spezielles Gebäude. Hier konnte ich jetzt auch noch gerade ein paar neue ähm, Forschungspunkte einsammeln. Die werde ich jetzt auch gleich wieder investieren. Weil jetzt habe ich wieder 10 voll. In meine Swings. So. Hier einmal drei Stück rein. Und wie ihr gerade gesehen habt, in zehn Minuten hier unten, sieht man es, würde ich dann auch den einen weiteren gratis Forschungspunkt bekommen. Genau, dann ist nämlich eine Stunde um, seitdem ich die Leiste nicht mehr ganz voll habe. Okay. So. Jetzt fülle ich mir mal ein bisschen Wasser ein. Dieses Mal wirklich Wasser. Ha! Oh, ein großer Rundumschlag, ne? Ich hoffe, das lohnt sich dann auch als YouTube-Video, dass vielleicht ein paar Rise of Cultures Spieler sich das anschauen. Wobei das ja nicht so gut konsumierbar ist über die Länge. Aber ist jetzt einfacher, als äh, lauter einzelne kleine Videos zu machen. Gut. Ich habe noch ein paar mehr Themen auf dem Zettel. Genau. Zu den Waren. Genau. Die Wundermaterialien sind halt spezielle Waren. Die kriegt man eben nur auf diese Art und Weise. Mit den Zahnrädern. Dann gibt es die Waren. Der normalen Stadt, das sind die aus den Zeitaltern, die kann man handeln. Und die Waren der Kulturen, die kann man nicht handeln. Das heißt, die hier muss man selber produzieren, die Waren hier auf der rechten Seite. Die Waren auf der linken Seite kann man handeln. Dazu gibt es hier unten einen Handelsposten. Kann mal ein paar Einheiten produzieren. Ähm hat sich eine ganze Menge getan, seit du aufgehört hast. Ja, das mag sein, Thürer, weil also auf jeden Fall viele Eventgebäude dazugekommen und das mit den Wundern hat sich extrem verändert, aber ich finde es gut. Ich finde es gut, ehrlich gesagt. Gefällt mir gut mit den Wundern, die Änderung. Genau, der Handelsposten, ähm, den dürftest du kennen. Da kann man, da hat man Hafenarbeiter, die, die werden auch erst freigeschaltet, wenn man forscht. Habe ich jetzt natürlich, da ich zu Ende gespielt habe, auch alle schon freigeschaltet. Und da kann man einerseits Angebote erstellen und Angebote annehmen. Und mein Ziel ist es im Moment, wieder alle von diesen normalen Gütern auf über 50.000 zu bekommen. Und ich würde jetzt hier mal in der Minoischen Ära ähm, gucken, dass ich diese wieder auffülle. Deswegen suche ich mal nach Angeboten aus der Minoischen Ära. Wobei hier... Gucke in die globalen A Angebote. Ne, hier ist es nicht so einfach. Dann suche ich doch über Minoische Ära. So, hier verkaufen sie für 400 oder 400 Stück. Das ist okay. Würde ich die beiden mal nehmen. Die von NPC, vom NPC sind ja noch mal weniger. Ähm, schaue ich mal hier. Hier gibt es sogar 500. Ähm, ich nehme mal hier zweimal vom gleichen. Denn es gibt hier auch so Herzchen. Und wenn man mit denen eine gute Handelsbeziehung hat, dann gibt man, kriegt man noch mal Ermäßigung. Man muss weniger Handelsmünzen bezahlen. Das ist die Währung hier oben. Und dann schaue ich mal nach den Leinenhemden. Okay, hier gibt noch einmal der 500 und der 400 und dann habe ich alle meine Hafenarbeiter verbraucht. Ich musste jetzt nichts verkaufen, um neue Handelsmünzen zu bekommen, ähm, da ich eben Waren eines kleineren Zeitalters angenommen habe und da konnte ich auch ähm, sechs Stück sammeln, ohne was zu verkaufen, verkaufen zu müssen. Genau. Beim nächsten Mal muss ich dann wieder ein bisschen was verkaufen, ähm, um meine Handelsmünzen wieder vollzumachen, machen. Sonst kann ich mir das nicht leisten. Genau. Es reizt dich immer noch nicht wieder? Ja, mag sein, äh, Thürer, Weil ich es, wie gesagt ganz angenehm, weil es ja, weil es nicht so fordernd ist wie Forge of Empires. Also wenn man fertig ist, dann ist man fertig und man muss nicht ständig irgendwie in die, Gilden, äh, in die, in die Gildengefechte rein. Ähm, das Einzige, was hier in einem wöchentlichen Tonus erscheint, das ist die Schatzjagd. Und es gibt immer mal wieder Events. Das Event hier läuft ja noch, das Halloween-Event, bin ich ja noch nicht besonders weit, das läuft auch noch 17 Tage, das ist eigentlich erst frisch gestartet. Ist ja auch bei Forge of Empires gestartet. Genau, da bin ich halt jetzt gerade dran. Und ähm, ja, in 50 Minuten weiß ich nicht, ob ich noch streame. Äh, da könnte ich dann, äh, hätte ich dann vier Produktionen, halt hier vier Produktionen fertig und dann könnte ich hier die ähm, 230 Kürbisse einsammeln. Das ist die Eventwährung beim Halloween-Event. Und ähm, dann kann man hier in dem Eventfenster gucken wofür man diese Eventwährung ausgeben kann. Da habe ich im Moment über 2.500 von den Eventwährungen. Und da könnte ich jetzt hier Kürbisse verkaufen. Und da gibt es dann jeweils Preise. Zum Beispiel Särge, ähm, auch Zahnräder oder eben Güter oder ähm, wie heißen die noch mal Waren. Waren. Genau, das ist der Hauptpreis oder der der größte Preis, wo man am meisten ähm, Kürbisse für ausgeben muss. Ähm, und dann gibt es hier noch kleinere Preise. Da gibt es dann zum Beispiel Sachen, um Einheiten zu verbessern oder wieder aufzufüllen. Und hier gibt es Forschungspunkte bei dem kleinsten. Genau, da muss man immer überlegen, wo man äh, rein investiert. Wenn man mal sieht, wo kriegt man am meisten für die Kürbismarken, dann sieht man jetzt hier zum Beispiel, ähm, für äh, 605 Kürbismarken kriegt man drei von diesen ähm, Tropfen. Die Tropfen machen diesen Kessel voll. Und wenn der Kessel voll ist, dann gibt es einmal den Hauptpreis oder ein Upgrade-Kit für den Hauptpreis. Und wenn man sich das ausrechnet, dann würde man jetzt hier, wenn man drei Tropfen haben will, müsste man das hier dreimal kaufen. Das würde jetzt aber. 645 kosten und da kommt man mit dem hier günstiger hin. Deswegen ist der Kürbis hier ein bisschen besser geeignet, auch wenn man vielleicht mehr an den Forschungspunkten investiert ist. Das heißt, man muss abwägen, worauf man jetzt setzt. Möchte man mehr von diesen Hauptpreisen bekommen oder möchte man mehr von diesen kleinen Preisen hier bekommen? Also je nachdem, was sich für einen mehr lohnt. Genau. Ich möchte jetzt hier vor allem den Hauptpreis bekommen und das Hauptgebäude möglichst weit ausbauen, dass ich hier dann eben auch noch mehr Forschungspunkte pro Tag bekomme. Das finde ich lohnenswerter, als hier einmal Forschungspunkte zu bekommen. Ja. Dann lieber jeden Tag welche bekommen. Im Moment gibt ja meine Krypta noch keine Forschungspunkte, aber auf Stufe 10 würde es dann eben pro Tag mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Forschungspunkte geben. Außerdem gibt es dann noch obendrauf Einheiten manchmal, oder Auffüllkits vereinhalten, damit die wieder repariert sind. Oder Waren. Und eben auch mehr Sonnenzufriedenheit im Umkreis. Du warst nicht mehr in einer GG-Gilde, ja, das mag sein, aber ich bin ja immer noch in meiner Gilde, die ich äh, lange Zeit mit angeführt habe. Das fällt mir schwer, da rauszugehen und es will auch keiner, dass ich gehe. Ähm, aber es ist halt eine sehr aktive Gilde, ja. Die legen schon Wert auf ähm, Gildengefechte. Und da spiele ich zumindest einmal die Woche dann doch ein bisschen aktiver in den Gildengefechten. Auch wenn es mir nicht wirklich Spaß macht, muss ich zugeben. gilden finde ich immer noch gut. Gilden. A Gilde versus Gilde auch. Und dann kommen wir doch mal zum Äquivalent der Gildenexpedition in Rise of Cultures. Hier gibt es nämlich auch so was Ähnliches wie eine Gildenexpedition, nämlich die Schatzjagd. Das ist auch so stufenbasierend. Ähm, hier gibt es drei Stufen bei der Gildenexpedition in Forge of Empires. Das ist auch ein InnoGames-Spiel, ja, also beides Spiele von InnoGames. Ähm, da gibt es vier Stufen. Hier, wie gesagt, nur drei. Ich spiele gerade auf Level 3 und bin schon relativ weit. Ähm, wenn man hier mal guckt, ich bin. Ich habe äh, 49 von 60 Begegnungen erledigt. Ähm, ja, am Montagmorgen endet die Schatzjagd. Ähm, ich hoffe, ich schaffe es noch, alle durchzuspielen. Ähm, ich kann auf jeden Fall durchspielen. Das ist aber sehr anders als beispielsweise in Forge of Empires. Also wenn man, man kann hier verhandeln und kämpfen, das geht auch so in Forge of Empires. Ähm, das Verhandeln ist aber deutlich schwerer, finde ich, weil man nicht nur mit den Waren handeln muss, sondern eben auch mit Einheiten. Und die Einheiten sind begrenzt, ja. Ähm, ihr habt ja gesehen ich habe hier gerade noch mal eine einheitenproduktion gestartet in meinem wunder meinem weltwunder hier sind gerade noch fünf von diesen ähm, soldaten in produktion die sind in einer halben stunde fertig und sowas zieht sich ja das dauert halt lange und es gibt hier eben keine möglichkeit ähm, einheiten auf vorrat zu haben oder sowas man hat immer nur die Einheiten, die man gerade in seinen Kasernen hat. Alle anderen Kasernen sind jetzt voll gefüllt. Das heißt, ich kann jetzt an der Stelle kämpfen. Ich kann nur nicht diese, ja, diese kaiserlichen äh, Garden, so heißen diese Truppen hier, einsetzen, weil ich die nicht voll habe. Also ich kann nicht alle einsetzen, zumindest davon. Genau. Ähm, und, ja, verhandeln. Könnte ich auch. Es ist aber schwierig, die Verhandlung zu machen, denn man hat nur drei Versuche. Ich kann sie ja mal öffnen, genau. Ich kann sie da immer noch abbrechen an der Stelle, wenn ich noch nichts gemacht habe. Genau, man hätte jetzt hier, also diese fünf Piraten wollen, wie gesagt, fünf von den acht Ressourcen. Da muss man rausfinden wer welche Ressource will. Es kann sein, dass alle nur diese Räder wollen. Und es ist echt schwer, aus acht Ressourcen die richtigen zu finden in nur drei Versuchen. Danach kostet es Edelsteine. Und man bekommt hier Edelsteine wesentlich seltener, als man Diamanten in Forge of Empires bekommt, wo man dann eben auch mal nochmal Diamanten investieren kann. Und es ist auch teurer, hier Edelsteine mit Edelsteinen einen weiteren zu, Versuch zu machen. Deswegen versucht man eigentlich möglichst alles durch Kämpfen zu schaffen. Und da könnte ich jetzt mal gucken, ob ich den Kampf hier vielleicht mit euch zusammen machen kann. Ich kann hier auch auf Angriff drücken und nochmal abbrechen, bevor ich nicht den Kampf tatsächlich gestartet habe. Ähm, so würde die gegnerische Aufstellung aussehen. Also, da ist eine Hauptpiratin hier sozusagen, die hat besonders viele Lebenspunkte. Und dann diese Truppen, von, die haben unterschiedliche äh, Fähigkeiten. Hier hinten sind die Fernkämpfer, habt ihr ja vorhin gesehen, Fernverstärkung gab es bei mir. Hier sind äh, Kavallerie, also die Reiter, gab es auch eine Kava Kavallerieverstärkung ähm, in meinen Weltwundern. Und dann gibt es eben hier vorne noch die leichte Infanterie. Leichte Infanterie ist das orange Schwert, schwere Infanterie das blaue Schwert. Und dann gibt es auch noch Artillerie, ist jetzt hier in den, in den gegnerischen Truppen nicht drin. Ähm, dieser Blocker ist noch drin, dieses, diese Wand hier, die Mauer, die, ähm, die macht keinen Schaden, aber dahinter verstecken sich halt diese Truppen. Und äh, wenn man jetzt hier angreift, dann wollen die eigenen Truppen erstmal diese Mauer kaputt machen, bevor sie die hinteren Einheiten angreifen. Und das ist halt so ein bisschen, ja, eine Blockade. Und das kann halt dafür sorgen, dass man ähm, hier nicht gut genug vorankommt und dadurch das, den, den Kampf am Ende verliert. Ähm, ich gehe nochmal raus und zeige euch mal, was wir in unserem Discord haben. Wir haben nämlich auf unserem Discord-Server für jeden der Schatzjagdkämpfer einen Tipp, wie man die Schatzjagd schaffen kann. Ich gucke jetzt nämlich, wo bin ich. Ich bin aktuell bei 49, das heißt, der nächste Kampf wäre der 50. Also wenn ich es nicht im Kopf hätte, was ich jetzt, wie jetzt meine Aufstellung ist, kann ich hier drin gucken. Der 50. Kampf. Welche empfohlene Positionierung gibt es jetzt hier? Da hat nämlich ähm, ein ehemaliges, ehemaliges äh, Mitglied unserer Gilde, Easy, äh, Kampfaufstellung gepostet, wie Easy diese Begegnung geschafft hat. Ähm, ihr seht, die, An die Einheiten sehen ein bisschen anders aus. Das macht aber nichts. Das sind die aus anderen Zeitaltern. Aber die Aufstellungen bleiben im Prinzip immer die gleichen. Und da sich ja die eigenen Truppen verbessern und die gegnerischen Truppen verbessern, hebt sich das auf, das hält sich die, also die Waage. Und das ist dann die Empfehlung, wie man hier vorgehen soll oder wie man seine Einheiten positionieren soll, um die gegnerischen, gegnerischen Truppen zu schlagen. Und wenn es mir nicht einfällt, tatsächlich hatte ich hier jetzt auch eine andere Ausstellung im, im Kopf, also gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ähm, wenn es mir nicht einfällt, wie ich hier kämpfen soll, kann ich bei uns im Discord nachgucken. Und dann eben diese Aufstellung so wählen. Und ja, abhängig davon, welche Aufstellung man wählt, kommt dann ein sehr, sehr unterschiedliches Ergebnis bei raus. So, ich will jetzt mal diese Aufstellung. Ich kann euch leider nicht demonstrieren, was passiert, wenn ich die Aufstellung nicht wähle. Aber ich versuche euch zu erklären, warum diese Aufstellung gut ist. Okay. Also, Easy musste das ja auch erstmal rausfinden. Und ähm, als er das rausgefunden hat, oder sie, ich weiß gar nicht, ob er er oder sie, ähm, hat er das hier eingestellt und für alle verfügbar gemacht. Und das können wir jetzt eben, oder dieses Wissen können wir jetzt eben nutzen, um hier bei Rise of Cultures gut voranzukommen. Und ähm, diese Truppen habe ich alle zur Verfügung. Das heißt, es ist okay, die kann ich alle einsetzen. So, in die Mitte kamen Fernkämpfer. Hier kommt einmal schwere Infanterie, dahinter die Kavallerie. Und hier oben war, waren viele leichte Infanterie. Genau, so sieht es aus im Moment. Ich habe bei manchen Begegnungen noch eine Anmerkung geschrieben, lieber mit Aachener. Ähm, hier zum Beispiel bei 48. Mit Aachener ist es leichter. Genau, das bedeutet dann wiederum... Ähm, dass ich da eine andere leichte Infanterie einsetze. Also nicht die, diese hier, sondern die Königsgarde. Also, ihr seht, die haben auch diese, ach ähm, achso, nicht diese hier. Das ist, halt, wenn ich jetzt zurückrufe, das ist, das ist der, ähm, die leichte Infanterie des Zeitalters und das ist die leichte Infanterie der Königsgarde. Die sieht ein bisschen anders aus. Aber ist auch leichte Infanterie, das seht ihr an dem orangenen Schwert. Und die sind stärker einfach. Die sind einfach stärker als die normale leichte Infanterie. So, aber die reicht jetzt hier in dem Fall, deswegen nehme ich die normale leichte Infanterie. Und dann versuche ich mal zu erklären, warum die Aufstellung gut ist. Und zwar, ähm, gewisse Einheitentypen haben einen Bonus gegenüber gewissen anderen Einheitentypen. Und die Fernkämpfer hier zum Beispiel haben einen Bonus gegenüber der Infanterie. Das heißt, die hier würden auf die Ein also zuerst auf die Einheiten gegenüber schießen. Und das sind Infanterieeinheiten. Das heißt, ähm, das ist sehr effektiv hier, diese Fernkämpfer auf diese Infanterieeinheiten schießen zu lassen. Und so sterben die schneller. Hätte man das jetzt genau umgekehrt und man hätte hier jetzt Infanterieeinheiten und die Fernkämpfer hier oben würden die Infanterieeinheiten gegen die Infanterieeinheiten kämpfen und das wäre ein ziemlich, ziemlich ausgeglichenes Verhältnis und die würden weniger schnell sterben. So, dann haben wir hier oben Kavallerieeinheiten, wie ihr seht, diese Reiter, der Gegner, also der Gegner hat Kavallerieeinheiten und die müssen sich mit meinen Infanterieeinheiten messen. Meine Infanterieeinheiten haben wiederum einen Bonus gegen Kavallerieeinheiten, das heißt, die sterben hier wiederum schneller wenn sie gegen Infanterie kämpfen. Wäre das umgekehrt, würden hier die Fernkämpfer stehen, wären meine, meine Fernkämpfer unterlegen und dann würden meine K Fernkämpfer schneller sterben. Das heißt, die Positionierung hier ist extrem wichtig. Und wenn man es falsch positioniert, ver verliert man den Kampf. Unten sehen wir auch gegenüber als erstes eine Kavallerie und Demgegenüber steht, steht unsere schwere Infanterie. Und ähm, da hier sonst das nicht anders hinpasst, also hier sind ja nur vier Felder frei, also ähm, ich nehme die hier nochmal raus. Wenn ich jetzt hier leichte Infanterie reinsetzen würde, dann würde ich nur noch eine, eine Truppe reinkriegen. Ne? Und stattdessen wird hier einmal schwere Infanterie genommen und einmal... Reiter, ich könnte auch zweimal schwere Infanterie nehmen, aber die Reiter nehme ich aus einem anderen Grund, das erkläre ich gleich noch. Also die schwere Infanterie ist die Kontereinheit gegen die Reiter des Gegners. Und meine Reiter ist die Kontereinheit gegen diese Fernkämpfer des Gegners. Genau. Und da werden wir mal gleich mal schauen, ob die tatsächlich auf die Fernkämpfer gehen und ob sich das so verhält, wie ich das jetzt hier mir erhoffe. Wie gesagt, leichte Infanterie hier oben kämpft hoffentlich gegen die Reiter, schwere Infanterie hier unten kämpft hoffentlich gegen diese Reiter. Die Fernkämpfer hier kämpfen hoffentlich gegen diese Infanteristen und diese ähm, Kavallerie hat eine Spezialfähigkeit, die stürmt durch die erste Reihe der Gegner hindurch und Greift die dahinterliegenden Truppen an. Das heißt, die würden jetzt hier normalerweise die gegnerischen Fernkämpfer eingreifen und die sind ja auch, haben ja auch einen Malus und äh, sterben dann schneller. Ähm, man könnte es natürlich jetzt auch mal so zeigen. Das gilt natürlich, das gleiche gilt auch für die gegnerischen Einheiten. Ne? Also die durchstürmen auch die erste Reihe und hätte ich jetzt die Aufstellung so. Dann würden die zuerst meine ähm, Fernkämpfer angreifen. Und da die ja besonders stark gegen Fernkämpfer sind, ist das eine schlechte Aufstellung so. Ja. Deswegen stehen dahinter steht dahinter nochmal Infanterie. Und dann sind die im, im Grunde die beiden Reiter zwischen zweimal Infanterie eingeschlossen und werden da relativ schnell zermalmt von den Infanteristen an der Stelle. Okay. Hm. So, hier hinten steht nochmal einmal Infanterie rum. Da werdet ihr sehen, mit denen passiert gar nicht viel während des Kampfes. Ich werde nämlich während des Kampfes einfach mal hier auf die, den Pauseknopf drücken gleich, um den Kampf selber dann nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Setup. Es gibt hier nämlich auf der Seite noch Spezial-Einheiten, also Kommandeure heißen die, glaube ich. Genau, Kommandanten. Kommandanten heißen die. Und ich habe jetzt drei hier im Einsatz: ähm, die mit dem Jaguar, den Leonidas mit seinen Infanteristen und den Hannibal mit seinen Elefanten. Die hat man bekommen, äh, indem man auf der Karte durchgespielt hat. Habe ich noch gar nicht gezeigt, komme ich vielleicht später noch dazu. Oder in einem weiteren neuen Stream. Mal schauen. Es gibt ja noch so viel zu erklären in Rise of Cultures. Ähm, wenn denn das Interesse da ist, erkläre ich das gerne noch äh, weiter. <laughs> Aber erstmal. Ähm, vielleicht komme ich heute da nicht mehr dazu. Ich habe ja schon... Dann brauch ich brauche mit dem Kampf hier noch eine Weile. <laughs> okay, also man kann hier ähm, diese Truppen auch austauschen, diese Kommandanten. Im Moment sind das eben normale Kommandanten, die kann man immer einsetzen. Es gibt noch weitere von diesen normalen Kommandanten, die findet man hier ganz hinten. Da, da habe ich den König Minos zum Beispiel, die Iana und den Alexander den Großen noch und den Harald zur Verfügung. Ähm, aber ich setze vor allem auf die drei und am Anfang noch auf den König Minos. Die Iana kann Einheiten heilen, die nutze ich relativ wenig. Die ist meiner Meinung nach nicht so stark. Und der Harald kann einen, ja, einen Stein vom Himmel werfen, der schädigt gegnerischen Einheiten. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht so stark. Und dann gibt es noch Alexander den, den Großen, der kann hier solche Mauern aufbauen. Solche Mauern wie diese hier. Das kann taktisch manchmal ziemlich wertvoll sein. Aber ich komme mit den Truppen, die ich jetzt hier habe, ziemlich gut hin. Ja, und dann gibt es noch diese Kommandanten, die sind begrenzt. Die haben hier immer eine Zahl davor. Ihr seht, die, die, die habe ich sechsmal, die siebenmal, den viermal. Den Grafen habe ich nur einmal bisher. Na, der ist ja jetzt in einem neuen Event erst dazugekommen. Man kann jetzt hier auch auf das I klicken und dann sieht man, was der kann. Die sind aber auch extrem stark. Ja? Also der scheint, der Graf scheint dann tatsächlich ein Kommandant zu sein, der auf der auf dem Feld herumläuft, der hat dann sehr viele Trefferpunkte, kann sehr viel Schaden austeilen, ist eine einzelne Einheit. Ja, genau. Der würde dann wahrscheinlich da auf dem Spielfeld mit rumlaufen. Vielleicht können wir den gleich mal ausprobieren, ähm, aber noch nicht in dieser Runde. Weil ich euch erstmal den Normalfall zeigen will. Genau, und diese Spezialkommandanten haben dann alle irgendwie spezielle Fähigkeiten und können gewisse Sachen. Hier gibt es einen, der ist ein Artillerist. Der kann eben dann äh, so ähnlich wie der Harald äh, Schaden machen, indem er ähm, ja, Steine vom Himmel fallen lässt oder Kanonenkugeln in dem Fall. Kanonenstoß macht der. Genau, ich zeige euch jetzt mal den Normalfall genau ich habe die Königin Xochitl 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 vielleicht <laughs> genau die hat diese Jaguare. ihr seht es hat weniger macht die machen weniger Schaden haben auch weniger Trefferpunkte als der Dracula gerade zum Beispiel ja genau auf den Dracula der hat 116.000 Trefferpunkte und macht zwischen 2.000 und 3.000 Schaden und die ähm, ja. Ach. Die Jagoware, die haben nur 8500 Trefferpunkte und machen zwischen 1300 und 1900 Schaden, ja. Dafür gibt es aber davon drei. Und man kann die unendlich oft einsetzen. Genau, vielleicht die Angriffsrate ist vielleicht auch schneller mit 0,8. Ähm, können wir beim, bei ihm nochmal gucken. Genau, der hat nur. Nur eins, also greift ein bisschen seltener an. Der Schaden wird ein bisschen seltener ausgeteilt, den er austeilt. Mhm. Ja. Genau, und ähm, ich setze ja hier auch die Infanteristen ein von Leonidas. Die haben ähm, mehr Trefferpunkte. Nee, weniger sogar. Weniger Trefferpunkte. Sind aber sechs. Machen auch weniger Schaden. Aber sind auch recht gut. Und dann gibt es noch den Elefanten, der hat recht viele Trefferpunkte, macht auch ordentlich Schaden. Ist aber beim Angreifen auch recht lang langsam. Genau. So. Dann wollen wir mal den Kampf machen. Jetzt tatsächlich. Mit dieser Normalaufstellung und ich hoffe mal, ich schaff's dann auch. Danke, Thürerfall. <laughs> ähm, ja. Die Jaguare sind schnelle Einheiten und die würde ich versuchen so zu positionieren, dass sie möglichst auf die Fernkämpfer des Gegners gehen. Das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, man kann die, kann die jetzt relativ frei im Feld einsetzen. Und wenn ich die jetzt loslasse, geht es weiter, dann greifen die von dort aus an. Und wenn sie gut positioniert sind. Greifen Sie tatsächlich auch die Truppen des Gegners an. Ähm, da es aber diese, also da es ähm, Kavallerie ist, durchdringen die die ersten gegnerischen Truppen und das sorgt manchmal dafür, dass sie zurückkommen, wenn die irgendwie schlecht positioniert sind. Oder wenn ich sie jetzt hier aufstellen würde, würden die jetzt nicht die Fernkämpfer angreifen, sondern durch die Fernkämpfer durchrennen und hier zurückrennen. Das ist dann immer ungünstig. Deswegen versuche ich die jetzt, würde ich jetzt versuchen, die jetzt hier zu setzen, dass sie möglichst durch die Kavallerie durchrennen und dann nach hinten nach, zu den Fernkämpfern rennen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, klappt, wie ihr seht. Ich habe nochmal auf Pause gedrückt. Die Jaguar rennen, rennen durch und rennen jetzt hier zu den Fernkämpfern und würden die angreifen. Und die sind dann sehr effektiv gegen die Fernkämpfer. Ähm, ich versuche mal hier sind jetzt ist natürlich jetzt das Overlay ist ein bisschen doof, ähm, dass man es jetzt nicht mehr so gut sehen kann, aber wie ihr seht sind hier die meine Fernkämpfer fleißig am Bogenschießen gegen die Infanterie hier vorne. Die greift gar nicht die Fernkämpfer an, sondern geht hier auch auf die gegnerische Infanterie. Die Kavallerie geht auf auf die gegnerische Infanterie und ähm, wird da relativ stark ähm, beschädigt. Wie ihr seht, haben die meine, Infanteristen, oder meine Fernkämpfer bei den Infanteristen des Gegners auch schon ordentlich Schaden angerichtet. Die sind schon halb tot. Ähm, hier unten sind meine schweren Infanteristen leider nach oben abgebogen, wie ihr seht. Und meine Reiter sind nicht bis nach hinten durchgedrungen, sondern kämpfen hier gegen die anderen Reiter. Das ist relativ ausgeglichen, weil Reiter ja gegen Reiter stehen. Aber ich habe. Vier Reiter und das sind nur zwei. Deswegen sind meine überlegen. Und ich hoffe, nachdem sie die platt gemacht haben, rennen sie dann weiter nach hinten durch und gehen eben auch auf die Fernkämpfer des Gegners, so wie die Jaguare jetzt gerade darauf zustürmen. Dann meinte ich ja, hier hinten die Infanteristen, mit denen passiert gar nicht viel. Die bleiben da im Prinzip mehr oder weniger hinten stehen und sind blockiert durch meine Fernkämpfer. Ähm, es ist nämlich so dass immer nur eine gewisse Linie von Kämpfern gleichzeitig angreifen kann und wenn dahinter noch andere Kämpfer stehen, können die erstmal nichts machen, weil die blockiert sind. Ähm, das ist aber okay in dem Fall, dass die hier noch hinten stehen und erstmal nichts machen. Mir war es jetzt wichtiger, dass die Fernkämpfer so pos positioniert sind, dass die gut die Infanteristen angreifen können. Ich drücke jetzt auf Weiter. Wie gesagt, ich hoffe, die Jaguare gehen hier ordentlich auf die Fernkämpfer. Meine Reiter töten die Reiter des Gegners und gehen dann hoffentlich auf die Fernkämpfer. Und äh, hier hinten, dieses Gewusel, ähm, entledigt hoffentlich ähm, oder erledigt hoffentlich die Kavallerie und die Infanterie relativ schnell, sodass sie weiter vorstoßen können. Ähm, und wir hier an die ähm, gegnerischen Fernkämpfer und ja die Helden sozusagen des Gegners ähm, drankommen und auch diese, diesen Blocker zerstören können so ich drücke jetzt auf weiter und dann würde ich noch mal auf Pause drücken ähm, wenn sich hier wieder was verändert hat auf dem Schlachtfeld ach so ich kann noch mal einen weiteren Helden einsetzen hier so. ähm, okay an der Stelle kann ich ja noch mal erklären <laughs> wieder die Jagore sind jetzt hier oben im Einsatz, ein Jaguar ist gestorben, zwei Leben noch, die haben aber auch schon gut die Hälfte der Infanteristen hier oben erledigt oder schon die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen. Hier unten ist es leider auch wieder nicht so gut gelaufen. Meine Kavallerie hat einen Reiter verloren und zwei biegen nach oben ab. Es greift nur einer die Fernkämpfer des Gegners an. Schöner wäre gewesen, wenn alle drei darauf gegangen wären, aber Dadurch, dass hier die gegnerischen Infanteristen an der Stelle noch leben, äh, sind die jetzt hier nach oben abgebogen. So, jetzt kann ich hier meine ähm, Leonidas einsetzen, also diesen Trupp einsetzen ähm, und auf dem Schlachtfeld positionieren. Das ist eine leichte Infanterie, die rennt nicht durch Gegner durch, sondern greift direkt an. Das heißt, die kann ich da einsetzen, wo sie angreifen sollen und ich würde jetzt die mal hier positionieren, dass sie ähm, den Reiter hier assistieren können und diese Fernkämpfer hier unten vielleicht mit erledigen können. Die Fernkämpfer hier oben sehen ja schon relativ angeschlagen aus und wenn ich jetzt hier unten für Ablenkung sorge, dann müssen die Fernkämpfer hier unten auch noch diese ähm, Spartia, Spar, Spartiana, Sparta, Sparta, genau Sparta, genau von Leonidas angreifen um sich selbst zu verteidigen. Genau. Und dann greifen die hier nicht oben meine Jaguare an, weil im Moment schießen die, glaube ich, so wie es aussieht, auf meine Jaguare. So, also positioniere ich die hier und dann kommt als nächstes mein Elefant, den darf ich dann nicht vergessen. Okay. Jetzt ist mein Elefant bereit. Ihr seht, meine Jaguare oben hat es erledigt. Sie haben dem Infanteristen noch ein bisschen was abgezogen oder dem äh, Fernkämpfer da oben noch ein bisschen was abgezogen, aber sie sind jetzt weg. Ähm, ebenso die Sparta, die sind auch noch weg, aber die sind gerade erst gestorben. Das heißt, diese Fernkämpfer gucken noch dahin, wo gerade noch die Sparta standen, sind aber fast alle erledigt. Ähm, die gegnerische. Kavallerie ist zerstört und die gegnerische Infanterie auch, und dadurch rückt jetzt mein ganzer Trupp nach vorne. Und ich habe jetzt noch zusätzlich den Elefanten zur Verfügung. Den positioniere ich jetzt auch hier oben. Ähm, einfach mal hinter der Heldin, würde ich sagen. Oder? Ne, ich packe pack den hier unten ähm, zu den ähm, Fernkämpfern. In der Hoffnung, dass die Fernkämpfer gleich ganz schnell tot sind und er dann die Helden angreift. Und oben ähm, greifen die Infanteristen hoffentlich schnell die Fernkämpfer da oben an. Ähm, auf jeden Fall sind sie jetzt erstmal mit dem Blocker da auch beschäftigt, der ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, ähm, um da durchzukommen und den Kampf weiterzuführen. Äh, ihr seht hier hinter den Fern also meinen Fernkämpfern stehen immer noch einige der Infanteristen rum und machen nichts. Ähm, und die Fernkämpfer sind jetzt damit beschäftigt, auch diesen, diese Blockade da kaputt zu machen. Können also auch gerade keine gegnerischen Einheiten angreifen. Also, ich lasse jetzt den Elefanten hier frei und hoffe, der macht das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Genau, also sehr schnell. Two Brace! Danke dir für 100, 100 Bits. Ganz, äh, ganz lieb von dir. Hey, ver verausgab dich nicht. <laughs> du, bist noch, du bist doch noch relativ jung, du brauchst doch das Geld bestimmt für andere Sachen. Ähm, aber danke, vielen, vielen lieben Dank dir. Äh, und schön, dass du da bist, freut mich. Ähm, okay, also der Elefant hat äh, sehr zuverlässig hier unten die ähm, gegnerischen äh, Fernkämpfer erledigt, hat sehr viel einstecken müssen. Aber mein, Fern also mein, mein Reiter lebt noch. <laughs> ja, genau. Spendierhosen-Toot Brace an. Ähm, die Blockade hält immer noch stand. Also die ist schon, die braucht schon, hat relativ viele Lebenspunkte. Da braucht man relativ viel Zeit für, die, die zu durchbrechen. Und die Infanteristen sind anscheinend auch damit beschäftigt, an der Blockade rumzuhacken und greifen immer noch nicht die Fernkämpfer hier oben an. Aber die sollte gleich fallen. Ich drücke jetzt auf weiter, dann fällt die Blockade und dann können die Truppen da oben angegriffen werden. So, mein Elefant ist tot. So, und jetzt geht alles gegen die gegnerische Heldin. Jetzt schaue ich, ob meine Truppen hier nochmal bereit werden. Da kommen die Sparter nochmal, die, greife ich, die lasse ich von hinten angreifen. Wenn ich die jetzt hier aufstellen würde, dann könnten die gar nicht im Kampf mitwirken, weil sie hinter den anderen Infanteristen stehen würden und da im Prinzip nur warten und blockiert sind. Deswegen stelle ich die auf die andere Seite, sodass sie mit in den Kampf eingreifen können. Das gleiche mit den Jaguar, die stelle ich hier unten hin, dass sie von unten mit angreifen können. Und dann nimmt sie ordentlich Schaden und ist tot. So, auf Stufe 3. In der Schatzjagd gibt es aber noch eine zweite Welle, die ist dann aber einfacher als die erste. Hier habe ich nochmal ähm, gegnerische Infanterie und gegnerische Fernkämpfer. Und von meinen Truppen ist jetzt hier schon eine ganze Menge gestorben. Und deshalb ist es jetzt nicht mehr ganz so einfach, mit den noch Lebenden das zu machen. Und heilen ist quasi unmöglich, weil das würde jetzt hier. Naja, ungefähr ein Drittel meiner, ähm, meiner Edelsteine verbrauchen. Und das ist viel zu teuer. Können wir mal gucken, was ist denn hier noch am Leben? Nahezu alle Fernkämpfer sind noch an, am Leben. Einer ist gestorben. Ich habe noch zwei Reiter. Ich habe noch einen Infanteristen, also einen schweren Infanteristen. Und ich habe von meinen insgesamt 32 leichten Infanteristen sind 16, sind 20 gestorben, also 12 sind noch am Leben. Damit muss ich jetzt hinkommen. Ist aber denke ich machbar, weil ich habe ja noch meine Kommandanten und die greifen mir dann auch noch in Kampfgeschehen mit ein. Also, nächste Welle. Wieder ist die Positionierung wichtig. Auch hier gibt es für Welle 2 eine Empfehlung, die gibt es dann seltener. So soll man das positionieren kann ich mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Also ich habe hier die Infanterie, ich habe hier den Fernkämpfer, dann habe ich die leichte Infanterie und ähm, Fernkämpfer, sage ich schon, die Kavallerie und die Fernkämpfer. So, jetzt ist es genau gleich aufgestellt. Ähm, allerdings ist es ein bisschen anders, was bei mir überlebt hat. Ne? Also Ihr seht, bei Easy waren zwei schwere Infanteristen übrig und noch ein Reiter. Bei mir ist es genau umgekehrt. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, genau, aber sollte passen. Sollte passen. Und was ihr jetzt auch seht, ähm, ich stelle jetzt hier nicht mehr die ähm, Fernkämpfer nach vorne, sondern nach hinten und die Infanterie nach vorne. <laughs> ähm. Hiervon sind noch acht Infanteristen am Leben und zwar gerade weil sie hinten standen, ja, weil sie hinter, der, hinter meinen Fernkämpfern im erst, in der ersten Welle blockiert waren und im Prinzip nicht in den Kampf mit eingreifen konnten, waren sie aber auch geschützt, ja, also es sind noch acht von zwölf übrig und die sind jetzt hier auch meine Haupt, ähm, also meine Hauptinfanteristen, äh, ja. Ähm, und die infanterie kommt jetzt nach vorne, ähm, um die fernkämpfer zu schützen, und die fernkämpfer ähm, bleiben halt zurückgesetzt, sodass sie hier möglichst effektiv gegen die ähm, gegnerische infanterie gehen können. und ich werde versuchen, mit hilfe meiner kommandanten ähm, möglichst viel schaden auf die gegnerischen fernkämpfer auszuüben und sie davon abzulenken, auf meine infanteristen zu gehen. Also ich beginne jetzt den Kampf, Hab die Jaguare parat. Ich stelle die nicht hier auf, weil wenn ich sie hier aufstellen würde, würden sie sofort zurückrennen und hier auf hier den gegnerischen Infanteristen in den Rücken fallen. Mir, ich möchte aber gerne, dass sie die Fernkämpfe angreifen. Deswegen stelle ich sie hier auf und hoffe, weil sie ja Kavallerie sind, durch, durchrennen sie die erste äh, gegnerische Truppe und rennen dann hier hinten durch und gehen auf die Gegnerischen Fernkämpfer. Mal schauen, ob das auch gelingt. Werden wir gleich sehen. Klappt wieder einmal. Soll ich noch mal, mach mal Pause. Aber mäßig, wie ihr seht. Unten hat es gut geklappt. Da sind meine, meine beiden Kavalleristen durchgerannt auf die gegnerischen Fernkämpfer. Hier hat es auch geklappt. Sie haben die gegnerischen Fernkämpfer einmal kurz angeschlagen, aber von meinen drei jaguaren kämpfen jetzt irgendwie zwei doch gegen die Infanterie und einer hackt hier gegen die Blockade gegen. Ist jetzt nicht so effektiv. Die werden da also relativ schnell sterben, aber sie sorgen natürlich für Ablenkung. Das heißt, die Fernkämpfer werfen jetzt ihre Speere auf die Jaguare und nicht auf meine Infanterie. Und meine Infanterie kann weiter ähm, gegen die gegnerische Infanterie kämpfen. Stirbt nicht so schnell und schützt dadurch meinen Fernkampf. Weiter geht's, dann kann ich gleich den Leonidas einsetzen und mache das gleiche hier hinten. Schickt schick die wieder nach hinten und lasst die da einerseits für Ableckung sorgen und versuche mit ihnen möglichst die gegnerischen Fernkämpfer zu töten. So. Spartaner sind auch tot, aber der Elefant ist bereit. Er kommt jetzt hinter diese Reihe an Fernkämpfern. Meine Infanterie ist jetzt komplett gestorben, wie ihr seht. Es sind noch eine Reihe von Infanteristen der Gegner übrig. Es lebt noch ein Jaguar und all meine Fernkämpfer. So, ich hoffe, der Elefant kann hier ordentlich Unruhe stiften, wenn ich den jetzt hier freilasse. Und kann vielleicht die beiden Jaguare noch ein bisschen am Leben halten. So und das ist jetzt insofern blöd, weil die Infanteristen des Gegners rennen jetzt auf meine Fernkämpfer zu und die Fernkämpfer sind den Infanteristen definitiv unterlegen im direkten Kontakt. Ja, das sollte man natürlich vermeiden, aber es sind nur noch ein paar übrig und ich hoffe, die schaffen das und die gegnerischen Infanteristen ähm, und die Fernkämpfer sind jetzt noch mit meinem Elefanten beschäftigt. Ich hoffe, dass das am Ende gut geht. Es ist, ähm, ja. ist ein bisschen tricky. Schauen wir mal. Ja, also die Infanteristen äh, hier unten wurden getötet. Mein Elefant allerdings auch. Es ähm, wird jetzt hier so weitergehen, dass meine Fernkämpfer die, Geg Let die weiteren gegnerischen Infanteristen angreifen werden. Und. Die gegnerischen Fernkämpfer sind zum Teil von ihrer eigenen Mauer blockiert und werden hier zum Teil hinterhängen bleiben und nicht alle auf meine Fernkämpfer gehen können. Guck ihr seht es. Die Infanteristen hier fallen wieder. Zwei der gegnerischen Fernkämpfer greifen an, zwei bleiben hinter der Mauer hängen und kommen nicht zu mir. Jetzt sind die Infanteristen tot. Ich töte die Fernkämpfer. Meine Fernkämpfer gehen weiter darauf zu. Es sind sogar noch mehr als zwei, sind sogar drei, wie man jetzt sieht. Drei Fernkämpfer. Jetzt können sie angreifen, weil jetzt sind sie in Reichweite. Ähm, und meine Fernkämpfer greifen, greifen jetzt blöderweise erst einmal die Mauer an. Aber die Spartaner sind bereit und ich kann sie wieder hinter den gegnerischen Linien aufstellen und dadurch. Sind die gegnerischen Fernkämpfer jetzt wiederum abgelenkt? Greifen nicht mehr meine Fernkämpfer an, sondern die Spartaner und gleichzeitig werden die Spartaner die gegnerischen Fernkämpfer töten. Und der Jaguar ist auch gleich da. Und dann geht es noch schneller. Und der Kampf ist geschafft. So, das war's im ganz langsamen Durchlauf: ein Kampf in Rise of Cultures. Man hat es natürlich dann irgendwann drauf und kann das relativ locker machen, äh, diese Kämpfe, äh, wenn man weiß, wie man die Kommandanten einsetzt. Und man muss aber wissen, wie man am besten positioniert. Und das ist im Prinzip, also die Positionierung der Einheiten und auch der Einsatz der Kommandanten ist... Ist essentiell. Also wenn man die nicht gut positioniert und die Einheiten, die Kommandanten schlecht einsetzt, dann gewinnt man hier nicht. Gut. Das ist aber geschafft. Ähm, ich kann jetzt hier die Truhe öffnen. Kriegt da einen Preis. Mal schauen, welcher das ist. Oh, eine Evolutionsmarke für meine Piratenfestung. Das ist sehr schön. Genau, das, die Piratenfestung haben wir schon einmal gesehen. Ich zeige sie euch nochmal. Und lasse jetzt meine Truppen wieder erneuern. Das heißt, ich gehe in die Kasernen rein und repariere im Prinzip die ähm, gefallenen Truppen. So. Da einsammeln. Habe ich die jetzt schon alle eingesammelt? Sieht nicht danach aus. Okay, hier hat sich inzwischen ein, ein äh, neues Ereignis äh, gezeigt. Ich breche hier vielleicht nochmal ab mit der Reparatur sondern, und hole mir stattdessen erstmal das Ereignis. Ich brauche hier nämlich fünf Arbeiter. Das sind, da sind Edelsteine drin. Und die Edelsteine sind ja besonders wichtig. Als, ähm, ja, als Spezialwährung. Mit denen kann man eigentlich alles. Man hätte ja auch die Truppen zwischendurch heilen können, aber das war viel zu teuer. So, okay. Ihr könnt ja mal gucken, wie sehe denn jetzt hier der nächste Kampf aus? Das war jetzt ein besonderes, besonders schwerer Kampf. Da sieht man hier daran, dass auf dieser Position so ein, also diese Heldin drauf steht, äh, vom Gegner. Jetzt kommen wieder etwas leichtere, in Anführungszeichen, Kämpfe, bis hier oben wieder ein Heldenkampf kommt. Und ähm, hier, wenn man jetzt hier verhandeln würde, müsste man nur sechs verschiedene Positionen bedienen und nicht acht wie davor. Das heißt, die Verhandlung ist deutlich einfacher. Der Kampf ist nicht unbedingt einfacher. Da kommt es dann sehr drauf an. Ich kann aber heute noch insgesamt fünf Sachen abschließen. Denn ich habe noch fünf ähm, Versuche. Also ich kann hier noch fünf, äh, mal machen, fünfmal machen. mal kämpfen. Das Problem ist eher, dass ich wegen der Einheiten nicht mehr fünfmal kämpfen kann. Also äh, die Einheiten müssen ja jetzt erstmal repariert werden. Und das dauert eine Weile. Hier dauert es eine halbe Stunde, bis diese schwere Infanterie wieder repariert ist. Bei ähm, der leichten dauert es nicht ganz so lange. Ja, also hier sind zwölf auch schon in drei Minuten wieder fertig. Und ähm, jetzt, wenn ich in zehn Sekunden hier die, das Ereignis eingesammelt habe, werde ich auch die unteren hier ähm, in Angriff nehmen. So. Dann komme ich hier 15 Edelsteine und. Dann setze ich die Arbeiter hier rein, die sechs, genau in gut sieben Minuten sind die Truppen repariert. Ich glaube normal dauert es zehn Minuten, aber ich habe dank meiner Piratenfestung, die es eben hier, wo ich eine, gerade eine Evolutionsmarke bekommen habe an der Stelle hier, na, bei der Helden als Preis, äh, durch, der, durch die Piratenfestung, ähm, ist meine Bauzeit reduziert und ich äh, kann 27,3% schneller Einheiten produzieren. Und dadurch dauert es jetzt nicht 10 Minuten, sondern gut 7 Minuten, bis die Produktion der leichten Einheiten fertig ist. Ich glaube, bei, der, ähm, bei den schweren Infanteristen waren das 40 Minuten oder 45 Minuten und jetzt sind es halt knapp über 30 Minuten was es noch dauert. Also es lohnt sich halt auch richtig, die Piratenfestung auszubauen. Ähm, dann hier auf der höchsten Stufe, wenn man das mal hier ausklappt, werde ich ja irgendwann mal erreicht haben, sind es dann 33% Reduktion der Bauzeit. Und es gibt halt immer noch mehr äh, Forschungspunkte dazu. Aber ich bin schon relativ weit, ja? ich bin hier schon bei Stufe 29, wie ihr seht. Und es gibt halt auch nur 41. Und ähm, ich habe jetzt eine Evolutionsmarke bekommen. Und für die nächste Ausbaustufe bräuchte ich 13 Evolutionsmarken. Im Moment habe ich drei. Und äh, wenn ich das erreicht habe, dann gibt es wieder einen weiteren Forschungspunkt oben drauf. Ja. Und äh, so gibt es dann hier immer ein bisschen mehr. Hier gibt es dann. Statt der 29,3% Rekrutierungsbonus für die Einheiten gibt es der, äh, der 27,3% gibt es der 29%. Genau, hier auf der nächsten Stufe. Dann die Stufe danach gibt dann eben mehr Sonnen. Ja. Und so entwickelt sich die Piratenfestung Stück für Stück weiter, bis man sie irgendwann auf dem maximalen Level 41 hat. Aber wenn man die ähm, Schatzjagd regelmäßig spielt, dann kommt man hier immer weiter mit der Piratenfestung und baut die weiter und weiter aus. Bei den Eventgebäuden ist es nicht so. Die kriegt man nicht so gut ausgebaut. Die kriegt man meistens nur... Naja, auf Stufe 10 ist meistens die Stufe, wo man gut hinkommt. Ähm, also Hauptpreis hier. Krypta des Grafen. Auf Stufe 10 ist meistens die Stufe, wo man wo man mit hinkommt während eines Events, also 10 Evolutionsmarken zu sammeln, das klappt eigentlich meistens. Und dann kann die schon einiges, aber auf Stufe 40 kommt man dann nur mit dem Einsatz von Edelsteinen und die kriegt man eben in der Menge, um dorthin zu kommen, nur gegen Geld. Genau, da müsste man dann echt Geld für einsetzen. Ähm ich zeige dann auch noch ein bisschen was zu den Events, glaube ich. Genau, wir haben ja jetzt ein bisschen Delay. Haben wir müssen jetzt warten, dass die Einheiten wieder repariert sind, um weiterzukämpfen. Wobei ich kann mal gucken, was wäre dann jetzt die nächste Aufstellung für den Kampf 51. Mit Aachener möglich, habe ich hier geschrieben. Und das Ganze sieht so aus. Wie ihr seht. Brauche ich hier vor allem leichte Infanterie, einmal Kavallerie und Fernkämpfer? Die habe ich auch relativ schnell wieder verfügbar. Und da ich geschrieben habe, mit Aachener möglich, werde ich hier auch die Aachener Truppen einsetzen. Ähm, die muss ich aber mal einsammeln können. Die stehen jetzt hier bei 0 Sekunden. Ich, ich drücke mal auf Neu laden. Dann kann ich euch vielleicht noch was anderes zeigen zum Event. Ich ähm, aktualisiere mal. Die Browserversion ist noch nicht ideal, ja, also gibt es anscheinend noch ein paar Bugs. Auf dem Handy äh, funktioniert das besser. Was mir aber viel besser gefällt auf dem Browser ist, dass man die Einheiten während des Kampfes viel akkurater platzieren kann. Also das hat gerade viel besser geklappt mit den äh, Leoparden, die zu setzen. Und die tatsächlich so zu platzieren, dass sie auch die gegnerischen Fernkämpfer angreifen und nicht äh, so oft zurückrennen. Ähm, man kann sich vielleicht vorstellen, auf dem Handy mit dem, mit dem Zeigefinger die zu positionieren und so akkurat zu positionieren wie hier auf dem Bildschirm mit der Maus, ist schwerer. So, jetzt klappt es auch. Jetzt kann ich hier einsammeln. Ist jetzt eigentlich meine Swings hier mal eingesammelt? Ah, okay. Nochmal geöffnet. Jetzt hat es hier auch die Waren eingesammelt. Okay. Ja, gut. <laughs> muss man mal neu laden. So, okay. Wie gesagt, ich muss ein bisschen warten auf die Reparatur der leichten Einheiten noch. Ähm, kann hier aber die Vorratsproduktion einsammeln. Dann machen wir das mal. Und dann passiert hier was im Event. Und zwar, jetzt sind genügend ähm, große Produktionen fertiggestellt. Und ich kann eine Event-Aufgabe abschließen. Also springen wir mal zum Event. Kriege jetzt hier 230 Marken. Ich hätte alternativ auch eine Schlacht gewinnen können, aber dann verliere ich halt Einheiten. Und die Einheiten brauche ich ja in der Schatzjagd, deswegen versuche versuch ich sie eigentlich nicht äh, in, in den Events zu verwenden. Es sei denn, es ist Montag und Montag, montags findet keine Schatz, Schatzjagd statt. Genau, da kann man dann immer ganz gut kämpfen. Okay. Also einsammeln. So, die nächste Aufgabe ist leicht. Ich muss 1500 Fass bezahlen, wie ihr äh, un in meinen Waren unschwer erkennen könnt. Ich habe genug Fass. Oder eine Verhandlung lösen. Verhandlung lösen ist erheblich schwerer. Fünf Piraten wollen insgesamt acht Güter. Sehr, sehr schwer. Ich kann einzahlen, kriegt 230 und kriegt dann nochmal 900, da ich diese, diesen Teilabschnitt äh, drei von zehn. Erledigt habe. Ja, kriegt nochmal 900 Marken. Und er erzählt immer so ein bisschen, ähm, also kriegt man, man kriegt immer ein bisschen Storybogen noch ähm, in den in den Quests mit. Lese ich jetzt mal vor. Die Vorbereitungen für die Suppe laufen gut, aber wir werden eine ganze Menge brauchen, um das ganze Gefolge des Bischofs zu versorgen. Wenn du die Kürbisse einkaufen gehst, halte. Die Augen nach Tagesangeboten offen. Genau, also er erklärt so ein bisschen ähm, so ein bisschen die, die Eventmechanik, ja. Also ich habe jetzt hier diese Kürbismarken bekommen, mit denen kann ich jetzt wiederum Kürbisse einkaufen ähm, im Eventfenster. Ne? Das sind die hier unten. Und aus diesen Kürbissen macht man dann Kürbissuppe. Würde ich jetzt diesen Kürbis kaufen würde die Kürbissuppe um 3 ansteigen und bei 10 <laughs> wäre wieder eine Portion. Danke, Türer, weil hätte ich dich nicht, würde ich hier ähm, stundenlang ins Leere sprechen. <laughs> Danke dir. Ähm, also, hier kann ich noch einen nächsten Abschnitt beginnen, die nächste ähm, Evolutionsmarke angehen. Ähm, und der erzählt dann auch wieder ein bisschen was von der Storyline. Es ist nun schon Ewigkeiten in, in der Familie. Wortwörtlich. Sie sieht nur, seht nur, äh, sie nur. Man kann fast äh, nichts mehr auf diesem zerknitterten Stück Papier erkennen. Ah, wie immer. Es wird schon gut gehen. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wovon er redet. <laughs> also es geht um irgendein zerknittertes Stück Papier. Ähm, das wird man dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf ähm, des Events... Noch rausfinden, von welchem zerknitterten Stück Papier er redet. Okay, so, nächster Schritt in der Questline wäre jetzt wieder acht große Produktionen in meinen ähm, Farmen fertigzustellen oder zwei Produktionen in einer luxuriösen Farm. Luxuriöse Farmen kosten Edelsteine, habe ich keine. Würde aber wesentlich schneller gehen, <laughs> hätte man welche könnte man die Eventquests wesentlich schneller abschließen, aber acht große Produktionen ist jetzt auch nicht so schlimm. Eben musste ich ja 30 oder so schaffen. Von daher, ja Kleinigkeit. So und hätte ich äh, würde ich das abschließen, würde ich dann eine Evolutionsmarke bekommen für die Kryptographen als Preis für dieses Kapitel 4 von zehn. Eben hatte ich Kürbismarken bekommen. Evolutionsmarke ist ein Stück weit besser, weil dann kann ich nämlich mein Eventgebäude, die Krypta, aufwerten und von Level 1 auf Level 2 bringen. Und dann gibt es hier neue Preise, eben Boosts für Einheiten. Oder eben Waren. Genau, dann ist es schon wieder ein bisschen mehr wert. Was wäre ein interessantes YouTube-Video, Tyraval? Okay. Und dann kann ich das schließen. Hier ist jetzt die Infanterie fertig. Hier unten auch. Jetzt sollte ich alles parat haben. Hier oben kann ich auch noch Waren einsammeln. Das mache ich auch gleich noch. Und dann sollte ich alles parat haben für einen weiteren Kampf. <laughs> Spiel ohne Ton. Ja, richtig. Wäre auch ein sehr interessantes YouTube-Video. Da hast du recht. Oder eben auch nicht so interessant. <laughs> also von daher, danke dir. Ähm, okay, Schatzjagd. Ähm, so, es ist jetzt 50 habe ich schon abgeschlossen. Ist jetzt Kampf 51. Kampf 51 kann ich wieder in unserem Discord gucken, was Easy für eine Aufstellung empfohlen hat. Und zwar diese hier: dreimal leichte Infanterie vorne, dahinter die kämpfer und die Kavallerie. Äh, Dreimal leichte Infanterie, das ist sogar viermal leichte Infanterie. Wenn ihr, wie ihr jetzt sehen werdet, ich kann hier viermal leichte Infanterie vorne stellen. Ich habe aber dazu geschrieben, besser mit Aachener. Das bedeutet, ich werde jetzt hier zwei leichte Infanterie mal rausnehmen und stattdessen... Die leichte Infanterie der Aachener einsetzen. Ich nehme die auf den Ecken in der Hoffnung, dass die eher den Kampf überleben und mit in die zweite Runde kommen. Ähm, genau. So, und hinten dran sind die Fernkämpfer und einmal Kavallerie. Hier weiß ich gar nicht so sicher, warum denn hier so die Kavallerie eingesetzt wird. Das Problem ist nämlich, es gibt zwei Reihen gegnerische schwere Infanterie. Und das könnte bedeuten, dass meine Kavallerie darin hängen bleibt. <laughs> Vielleicht rennt sie aber auch durch, weil in der Mitte nur die zweite Reihe ist und am Rand eher nicht die zweite Reihe zu sehen ist. Also, vielleicht geht die Kavallerie auch durch und geht direkt auf die Fernkämpfer und dann wäre sie natürlich wieder gut eingesetzt. Wird wohl so passieren. Schauen wir mal. <laughs> ähm, hier oben hat man eine Lücke. Kann man leider nichts machen. Also, es gibt jetzt keine Einheiten, die man jetzt da oben in der 2x2-Lücke platzieren könnte. Vielleicht gibt es irgendwann mal welche. Im Moment gibt es keine. Man könnte alternativ halt einmal Fernkämpfer rausnehmen und da noch mehr Kavallerie einsetzen, wer die repariert, oder schwere Infanterie. Aber ich denke, die Fernkämpfer sind gegen die Infanterie die bessere Wahl. So. Ähm. Ich starte den Kampf und wir werden sehen, ob die Fernkämpfer hier durchrennen. So, jetzt sind schon meine ähm, Leoparden bereit. Die setze ich jetzt aber hier ein. Es gibt nämlich eine Besonderheit bei Leoparden, wenn sie gegen Artillerie kämpfen. Also wenn sie vor der Artillerie ste stehen, greifen sie die direkt an. Da rennen sie nicht durch. Und es ist sehr wichtig, dass die gegnerische Kanone kaputt geht, weil die macht einen immensen Schaden, wenn sie denn schießt. Ich glaube, ein Schuss konnte sie schon abfeuern. Vielleicht auch noch nicht. Aber die Leoparden können die sehr schnell zerstören. Und wir können mal darauf achten, ob unsere Kavallerie hier durchrennt und äh, auf die gegnerischen Fernkämpfer gehen kann. Auf jeden Fall wird, ähm, werden unsere Leoparden die gegnerische Kanone zerstören und dann auch auf die gegnerische eine Fernkämpfer gehen, aber die werden das halt leider nicht lange überleben. Aber es ist wichtig und gut, dass sie die Kanone zerstören. Okay, wir sehen, ähm, die Kavallerie ist hier leider hängen geblieben und nicht weiter fortgeschritten. Fernkämpfer sind abgelenkt, haben meine Leoparden zerstört. Ich setze jetzt die Spartaner ein und schicke sie auf die Fernkämpfer. Ich gehe auf die, die noch Ich gehe mal auf die hier oben, weil hier unten sind ja meine Reiter und die, wenn die gegnerischen schweren Infanteristen tot sind, dann sollten die relativ gut gegen die gegnerischen Bogenschützen wirken. Deswegen stelle ich meine Spartaner hier oben hin und lasse sie die da oben töten und die ähm, Feindkämpfer wieder ablenken. Also ihr seht, zumindest zum Teil, die hier oben greifen alle die Spartaner an und hier zum Teil äh, greifen die die da oben an. Ähm, die gegnerische Infanterie ist jetzt fast zerstört. Und danach gehen meine Truppen auf die letzten verbleibenden Fernkämpfer. So, den Elefanten kann ich jetzt auch noch einsetzen. Oben sind alle tot, setze ich den hier unten ein. Das lief sehr gut, wie ihr gesehen habt. Ich habe auch noch deutlich mehr Einheiten übrig. Und das liegt auch daran, dass ich die Aachener Infanteristen verwendet habe. Die sind nämlich, wie gesagt, deutlich kampfstärker. Nächste Welle. Wird jetzt einfacher als eben. Ähm, wobei die Truppe gar, gar nicht so unterschiedlich ist. Also es gibt jetzt hier keine schwere Infanterie als Gegner und weiterhin zweimal. Ähm, Fernkämpfer, sondern es gibt leichte Infanterie und zweimal Fernkämpfer. Aber ähm, das passt schon. Ich drehe das jetzt um und stelle die Hachener nach innen. Ähm, ich habe alle meine Kavallerie lebt noch. Das ist gut. Die wird jetzt auf jeden Fall direkt durchmarschieren und die gegnerischen. Einen Fernkämpfer hier oben angreifen. Das heißt, ich werde meine meinen Leoparden gegen die anderen Fernkämpfer stellen können. Weil es ist nur eine Reihe. Ne? Und durch die erste Reihe der Gegner, Gegner läuft die Kavallerie durch. Das heißt, die gehen hier durch. Es kann sein, dass, man, dass ein paar von den Kavalleristen nach hinten kämpfen. Das müssen wir dann sehen. Schauen wir mal. Okay, ich versuche die Leoparden gegen die oberen. Ähm, Fernkämpfer zu platzieren. So, die Leoparden stelle ich wieder hier hin. Hier rennen sie durch hoffentlich und dann zu den da oben. Hat geklappt. Spartianer kommen. Hat zwar geklappt. Sie haben den Erstschlag gegen die gemacht, aber sie kämpfen jetzt alle nach hinten. Das ist nicht so gut. Ähm, ich würde jetzt die Spartianer hier oben einsetzen, da die Leoparden schon fast alle tot sind hier unten meine fernkämpfer äh meine, meine reiter leben noch die drehen sich hoffentlich gleich um und kämpfen gegen die ähm, fernkämpfer da oben hat nicht so geklappt wie gewünscht die fernkämpfer sind jetzt alle oder die reiter sind jetzt alle tot ähm, dafür sind die fernkämpfer da oben sehr dezimiert hier unten noch nicht da würde ich jetzt den elefanten einsetzen und unten erledigen hoffentlich die verbliebenen Infanteristen und meine Fernkämpfer die verbliebenen leichten Infanteristen des Gegners. So mein Elefant ist tot. Die gegnerischen Infanteristen sind fast tot, meiner allerdings auch, aber das sollte passen, denn die gegnerischen Fernkämpfer sind auch fast alle tot. Also die Infanteristen kamen jetzt gar nicht mehr bis zu meinen Fernkämpfern, konnten gar keinen Schlag mehr ausüben. Und von daher hat es jetzt relativ gut geklappt. Was denn? Ist die, die beste oder was? Glückwunsch. Als Belohnung gibt es Forschungspunkte. Okay. So. Vier Begegnungen kann ich noch machen. Wäre jetzt bei 52, muss jetzt aber Einheiten reparieren. Das ging eben relativ schnell. Jetzt kommt auf jeden Fall ein Blocker. Jetzt sind... Okay, meine Reiter sind jetzt zur Hälfte wieder fertig. Okay. Also ich muss auf jeden Fall die Infanteristen wieder reparieren. Und auch den Fernkämpfer, weil die sind eigentlich immer eingesetzt. Und hier sind jetzt alle meine Aachener Truppen gestorben. Ja, Thürerwall ist okay. Ich hoffe, ich spreche da nicht so nicht ins Leere. Irgendwann. Ich kann nur versuchen, irgendwie Hintergrundmusik anzumachen, aber leider funktioniert die Musik in der Browser-Version nicht von Rise of Cultures. Ich könnte höchstens ähm, von FOE irgendwie Hintergrundmusik laufen lassen. Weil, wenn die Hintergrundmusik läuft, dann geht auch mein Headset nicht aus. Ich guck mal. Was? Irgendwie nicht, ne? Ach doch, ganz leise. Ganz leise. So. Ja, das Mikro geht immer aus, aber ähm, wenn, wenn Ton rüberkommt über die Lautsprecher, dann geht es nicht aus. Leider wird es nicht durchs Mikrofon getriggert. Also eigentlich müsste das Mikro... Also das Headset geht insgesamt aus, weil es denkt, es wird nicht benutzt. Weil kein Ton über den Lautsprecher kommt, aber das Mikrofon wird ignoriert irgendwie. Naja, gut, okay, ich mache ein bisschen Forge of Empires Musik an, dann sollte das äh, Headset nicht ausgehen. Ähm, stört mich nur leider ein bisschen. Es ist für mich ein bisschen lauter als für euch. Ich muss es noch ein bisschen leiser drehen. Ja, so ist okay jetzt für euch noch leiser geworden. Okay. So, Kernkämpfer sind schon wieder repariert. War ja nur einer beschädigt. Tyraval, danke dir. Danke dir für deine 42 Bits. Die üblichen 42. Ähm, cool. Danke dir wie immer. Und äh, vielen Dank auch für die Unterstützung, was äh, das Bescheid geben anging. Weil ohne das wäre das hier echt ein... Ja. Echt nicht gut geworden. <laughs> okay. Man sieht ja deine Füße übrigens. <laughs> okay. Ähm. Ein sehr stiller Stream, auf jeden Fall. Okay, gut. Jetzt habe ich wieder 12 Forge-Punkte. Ich habe gerade drei äh, Forge... Ich sage mal Forge-Punkte. Forschungspunkte. Ich bin es so gewohnt, Forge-Punkte zu sagen, weil ich ja von Forge of Empires eigentlich komme. Äh, investiere die wieder in meine Swings. So. Also drei davon. Jetzt habe ich eine Stunde Zeit. Nochmal. um die Leiste wieder vollzukriegen. Okay, dann werfen wir mal einen Blick auf den, denke jetzt, 53. Kampf, oder? Wie geht's jetzt weiter? Schatzjagd. Halt, nicht da gucken, sondern hier. Bin jetzt bei 51, Ne, 52. Kampf. Schatzjagdkampf 52. Okay. Hier steht nichts von Aachener, also ich brauche den Aachener nicht. Und ich brauche vor allem Infanterie, Kavallerie und Fernkämpfer. Das geht, muss ich nicht zu lange warten, kann ich auch noch machen den Kampf im Stream. Ich glaube danach wird es dann aber langsam schwer. Hier ähm, brauche ich dann auf jeden Fall schwere Infanterie. Kavallerie. Aber es kann sein, dass bis dahin die auch wieder repariert sind. Und beim 55. brauche ich dann zweimal Kavallerie und zweimal schwere Infanterie. Und wenn die kaputt sind, dann dauert es eine Stunde, um die wieder zu reparieren. Also da geht nicht so schnell wieder ein Kampf. Deswegen muss man sich auch Zeit nehmen über die Woche, um die Schatzjagd durchzuspielen. Aber es ist alles machbar, wenn man die richtige Aufstellung hat. Ist das alles machbar? Gut. Dann warten wir mal auf die Reparatur für Kampf 52, oder? 52, ja. Okay. Bis dahin gehe ich nochmal auf das Event ein. Also, man kann sich das Event hier mal im Detail angucken. Ähm, wie ich sagte, auf Stufe 10 kriegt man es meistens, wenn man täglich spielt. Es gibt hier einmal, glaube ich, pro Tag ähm, gratis Kürbis Kürbisse, also Kürbismarken. Und es gibt immer Kürbismarken für jede abgeschlossene Teilquest. Und es gibt manchmal dann für das Kapitel extra, extra, eine große Menge extra Kürbismarken. Dann gibt es auch noch ähm, Ereignisse, die Kürbismarken bringen. Das sind Ereignisse, die dauern allerdings eine halbe Stunde. Also die braucht man auch ein bisschen länger als diese 2-3-Minuten-Ereignisse, die man sonst so hat. Ähm. Und dann kann man noch Kürbismarken zum Beispiel hier unten aus so einer Kiste bekommen. Wenn die Krypta jetzt auf Stufe 5 ist, auf Level 5 ist, was man ja, wie ich sagte, ganz gut erreicht, dann kriegt man hier nochmal 150 Kürbismarken extra und drei Forschungspunkte, die sind aber nicht so erheblich. Ähm, ist aber auch nicht so viel. Ne? 150 ist ja noch mal weniger als für so eine Teilquest. Und es ist, ja ist ja schwerer, äh, Level 5 zu erreichen, als so eine Teilquest zu erledigen. Ist also nur eine Kleinigkeit. Und auch hier gibt es Kapitel. Und erst wenn man ähm, das Kapitel 3 abgeschlossen hat, kriegt man hier noch eine weitere Evolutionsmarke. Ich glaube, für Kapitel, um das Kapitel 3 abzuschließen, braucht man aber das Hauptgebäude, also die Krypta auf Level 12. Und wenn man Level 12 erreicht hat, dann kann man es noch auf Level 13 ausbauen, ne? weil man hier eben noch eine Evolutionsmarke bekommt. Aber wie ich eben gerade sagte, man bekommt normalerweise das Hauptgebäude nur auf Stufe 10 ausgebaut. Stufe 10, Level 10. Ich sag mal das, mal das. So, jetzt gibt es aber noch einen anderen Weg, Evolutionsmarken zu bekommen. Und zwar über die diversen Gebäude, die man, die diversen Sondergebäude, die Anpassungen, die man bekommen kann. Ähm, hier gibt es ja zum Beispiel auch diese Särge. Die Särge sind kein eigenes Gebäude. Halt, das ist kein eigenes Gebäude sondern eine Anpassung für eine kompakte Kulturstätte. Also man kann, wenn man die Särge hat, eine Kulturstätte umwandeln in Särge. Und dann produziert die Kulturstätte einerseits die Sonnen als kulturelles Gut und dann eben noch 5% mehr Münzen für 10 Tage. So, und es gibt... In jedem Event eine ganze Reihe an solchen Spezialgebäuden, die man jeden Tag bekommen kann. Heute ist eben der Sarg das Spezialgebäude. Und ähm, man hat eine relativ große Chance von 15%, prozent wenn man jetzt hier äh, Kürbisse investiert, dass man die Sage bekommt. So und dann gibt es eine Liste aller Anpassungen. Die sieht man hier. Also nochmal, im Inventar gibt es die Anpassung. Und da gibt es Anpassungen für die Schatzjagd, die man da gewinnen kann. Aber es gibt eben auch Anpassungen für das Halloween-Event. Und da seht ihr jetzt, eine ganze Reihe von Anpassungen hatte ich schon mal. Das sind die, die einen hellen Hintergrund haben. Und die, die so einen dunklen Hintergrund haben, die hatte ich noch nicht. Und... Die Sage hatte ich schon mal. Also die habe ich schon mal gefunden. Das heißt, auf die gehe ich jetzt nicht mehr unbedingt. Also ich brauche jetzt, möchte jetzt keine weiteren Särge sammeln, ähm, um diese Sammlung hier voll zu bekommen. Denn mit Hilfe der Sammlung, wenn man es schafft, die Sammlung voll zu bekommen, wenn man alle 15 eventgebäude findet und bekommt. Also die Chance ist ja jetzt nicht so riesig, aber sie ist okay. Also man muss jetzt hier so oft müsste jetzt so, so oft Kürbisse kaufen, bis man einmal die Särge hat. Und dann hätte man einmal die Särge im Inventar und dann wäre, ähm, wären die Särge ähm, nicht mehr auf ähm, ja, nicht mehr so dunkel ausgegraut. Sondern eben so wie sie bei mir sind, ähm, mit einem hellen Hintergrund. Ich habe ja, hab jetzt zwar aktuell keine Särge, nullmal, äh, die ich platzieren könnte, aber ich hatte schon mal welche. Und darum geht es, dass man mal welche hatte. Und wenn man alle, also wenn man alle Spezialgebäude, die man im Event kriegen kann, voll hat, dann kriegt man hier nochmal einen extra Preis. Und ihr seht. Hier gibt es nochmal zwei Evolutionsmarken. Und das sind die beiden, die man kriegen muss, um den anderen Teil fertig zu kriegen. Also hier gibt es einerseits die zwei Evolutionsmarken, aber auch nochmal so ein Upgrade-Kit, also ein, Upgrade also ein Renovierungskit und nochmal drei extra Draculas als Befehlshaber, die man dann während der Kämpfe einsetzen kann. Ähm, so. Ähm, das sind die zwei Evolutionsmarken, die man braucht um hier auf Stufe oder auf Level 12 zu kommen und hier das Kapitel zu beenden und noch eine weitere Evolutionsmarke zu bekommen und dann kommt man auf Level 13 oder Stufe 13. Und weil sowas möglich ist, habe ich einige meiner Eventgebäude auf Stufe 13. Zum Beispiel hier die Route des Kahns habe ich auf 13, weil ich es hier geschafft habe. Ähm, das Set voll zu bekommen. Kann man ja mal nochmal gucken im Inventar. Anpassung. Das war das mongolische Event. Genau. Da habe ich, äh, wie ihr seht, hier abschließen oder abgeschlossen müsste da eigentlich stehen. Da habe ich alle ähm, Erweiterungen bekommen oder alle Spezialgebäude bekommen. Und dadurch habe ich zwei extra Evolutionsmarken bekommen und konnte... Ähm, mein Hauptgebäude von nicht nur auf Stufe 10 bringen, sondern auf Stufe 12 und dadurch nochmal eine extra Evolutionsmarke ähm, über diese, diese zweite optionale Questline hier unten bekommen, die es immer gibt in jedem Event und auf Stufe 13 sogar leveln. Genau. Äh, Stufe 14 wäre auch nett, weil dann krieg ich, würde ich hier einen zweiten Arbeiter kriegen. Ne? Also dann hätte ich noch einen Arbeiter mehr zur Verfügung. Aber äh, gibt es halt nicht. Kann man jetzt auch nicht mehr kriegen. Vielleicht im nächsten Jahr beim Mongolen-Event. Vielleicht gibt es, wie gesagt, im, nächstes Jahr, im nächsten Jahr beim Mongolen-Event nochmal die Möglichkeit, ähm, weitere ähm, Evolutionsmarken zu bekommen. Es gab nämlich in diesem Event schon Evolutionsmarken für das Labor des verrückten Wissenschaftlers und ich habe insgesamt drei Stück bekommen Evolutionsmarken und konnte mein Labor des verrückten Wissenschaftlers jetzt auf Stufe 13 ausbauen. Das war auch nur auf 10 vorher. Ähm, wie gesagt, auf Stufe 10 kommt man relativ gut, wenn man aktiv spielt. Aber ähm, damals, TM. Beim Halloween-Event im letzten Jahr gab es noch keinen Sonderpreis. Ja, also hier fehlen mir auch noch ein paar Gebäude, die ich nicht gefunden habe. Aber es gab überhaupt keinen extra Preis, ja, den man nochmal bekommen konnte. Das heißt, ich konnte hier, hatte gar nicht die Möglichkeit, noch weiter auszubauen. Das gibt es erst seit dem Winter-Event letzten Jahres. Hier gab es Nochmal zwei extra Evolutionsmarken, die habe ich nicht erreicht. Hier ebenso. Hier ebenso. Ja, und kürzlich beim thailändischen Event hat mir nur ein Gebäude gefehlt, um auch diese Evolutionsmarken zu, zu bekommen. Ja, und dadurch, dass sie mir gefehlt haben, ne, ist jetzt eben mein thailändisches Gebäude... Boah, immerhin ist es auf Stufe 12 noch gelandet. Das hätte ich ja dann noch deutlich weiter ausbauen können, ja. Das hätte ich ja dann sogar auf ähm, 14 bekommen. Und dann hier das vielleicht auch noch bekommen. Weiß ich gar nicht. Da war, glaube ich, die. Oder war die Eventquest vielleicht ein bisschen anders strukturiert, dass man schon früher Marken bekommen hat oder so. Ich wundere mich, dass es auf, auf 12 ist. Also die meisten meiner. Das ist jetzt zum Beispiel auf 10. Also, die meisten meiner ähm, Gebäude, wo ich es nicht geschafft habe, sind auf 10. Hier habe ich es auf 11. <laughs> ähm, Beim Mali habe ich es ja geschafft. Das ist auf 13. Wo ist noch ein Eventgebäude? Hier. Der persische Palast ist nur auf 9. Genau, da hatte ich auch Pech irgendwie mit den Kürbissen und so. Ja. Mit den Kürbissen hatte ich Pech, wie gesagt. Und ähm, persische Event habe ich hier auch nicht das vollbekommen. bekommen haben vielmehr insgesamt noch vier Gebäude. Ja. Genau. Okay. Wie schaut es noch so aus? Ja, hier der, das keltische Gebäude habe ich auf, auf 10 geschafft. Und das Hydra-Denkmal, ähm, ich glaube, da gab es noch gar nicht die Möglichkeit, ähm, so extra Sachen zu sammeln. Also, ich diese. Genau, das war das Herkules-Event 2021. Da gab es das Hydra-Denkmal. Dieses, dieses Jahr äh, 2022 gab es. Ähm, wo ist es? Hier. Das trojanische Pferd und letztes Jahr gab es das Hydra-Denkmal. Trojanische Pferd auf 11. Ähm, schau ich mal. Ja, gut, das Event habe ich abgeschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht gab es da keine, ähm, keine zwei extra Evolutionsmarken. Das kann sein. Genau. Aber. Jetzt aktuell ist es eben so, ja. Also wenn ich es schaffe, ähm, das Halloween, im Halloween-Event die verbleibenden fünf fehlenden Anpassungen zu bekommen, kriege ich eben hier diese Sachen noch und dann schaffe ich es wahrscheinlich auf äh, Stufe 13. Mal schauen. Vielleicht kann ich das in einem weiteren Stream ja dann demonstrieren, falls es dazu kommen sollte. Okay. Dann schaue ich nochmal in die Schatzjagd, ob ich jetzt wieder kämpfen kann. Aufstellung. Ist mir noch bekannt. Also ich brauche sechsmal leichte Infanterie. Oben die Reiter, unten die Bogenschützen. Ja. Soweit, so gut. Ich setze die... Ähm, genau, also meine Reiter reiten hoffentlich hier durch die schwere Infanterie durch und gehen auf die gegnerischen Bogenschützen. Ich setze die Leoparden hier unten ein, in der Hoffnung, dass sie hier durchrennen und auch auf die gegnerischen Bogenschützen Schützen gehen. Dann äh, rennen die gegnerischen... Kavalleristen hier durch, durch meine erste Reihe und greifen meine Infanteristen von hinten an. Natürlich nicht ganz so ideal, wenn die von vorn und von hinten angegriffen werden, aber ist halt so. Noch blöder ist es hier unten, weil diese Kavallerie greift dann eben meine Bogenschützen auch noch von unten an. Das ist dann auch äußerst ungünstig. Schauen wir mal, ähm, ob ich vielleicht meine ähm, Spartaner hier unten einsetze oder oben um die ähm, Bogenschützen zu attackieren. Okay, los geht's. Die, wie gesagt, hier, durch die erste Reihe sollen sie durchrennen. Hat nicht geklappt. Okay, aber ähm, da alle gegnerischen Kämpfer hier gebunden zu sein scheinen, würde ich jetzt meine Spartaner hier einsetzen, dass sie die Bogenschützen angreifen. Meine Fernkämpfer sind okay. So, jetzt setze ich da oben noch den Elefanten ein. Und der Kampf ist geschafft. Welle 2. So, jetzt nehme ich, was noch übrig ist. Ich positioniere von meinen Infanteristen möglichst viel weit oben. Weil hier unten sind ja auch gar keine Gegner mehr. Da brauche ich ja jetzt auch nicht unbedingt da unten noch mehr davon. So, die Reiter kommen hier oben hin, auch ein bisschen in der Hoffnung, dass die hier durchgehen und auf die Artillerie gehen. Was sie nicht machen werden, werdet ihr gleich sehen, leider. Die Bogenschützen kommen nach unten. Positioniere ich so ein bisschen zurückgesetzt hier, dass sie da auf die. Ähm, also, ich setze sie auch nicht, nicht nach hinten. Dadurch, dass hier Platz ist, ziehe ich sie ein bisschen nach vorne, dann können sie schneller angreifen. Weil sonst müsste noch weiter nach vorne laufen und dann blockieren sich die äh, Fernkämpfer auch ein bisschen gegenseitig und können vielleicht auch nicht alle angreifen. Deswegen ziehe ich die lieber weiter nach vorne, sodass sie direkt die Infanteristen angreifen können. So, und ich werde wieder den, die Leoparden nutzen, um schnellstmöglich die gegnerische Kanone zu zerstören. Weil, wie gesagt, die Kanone wird immer zuerst angegriffen von den Leoparden. Besser die ist schnell aus dem Rennen als alles andere. Ähm, die hier se sind ja jetzt keine gegnerischen Infanteristen mehr, ähm, keine gegnerischen Fernkämpfer mehr. Deswegen setze ich meine Spartianer so, dass sie meine Fernkämpfer schützen. Also ich ziehe sie hier nach unten. Den Elefanten setze ich auch so. Naja, hier ist noch viel Platz. Okay, das ist erledigt. Kommen den Preis und habe jetzt noch drei von vier Versuche, aber in 16 Minuten, da jetzt ähm, die Leiste nicht mehr voll ist, in 16 Minuten bekäme ich wieder den vierten Versuch, dann könnte ich wieder vier Kämpfe machen. Wie gesagt, der Blocker sind jetzt aber die Einheiten Reparaturen. Da ist einmal Infanterie, äh, einmal Kavallerie fertig geworden. Hier sind die leichten Einheiten zu reparieren. Jeweils die Schweren sind alle okay. Und hier würde es noch sehr lange dauern, bis die wieder einsatzbereit sind. So, jetzt muss ich auf jeden Fall warten für Kampf Nummer 53, wo ich Aachen einsetzen soll. Hm. Also, Kampf Nummer 53 wäre der nächste. In der Schatzjagd. Ich kontrolliere nochmal. Ja. Kampf Nummer 53 der ne wäre der nächste. Und <laughs> ich habe mir selbst <laughs> empfohlen, Aachener einzusetzen. Welle 1 äh, macht sich schon ganz gut hier oben, aber ich bräuchte halt zweimal ähm, fertige Aachener Truppen und die sind halt erst in zweieinhalb Stunden wieder repariert. Und das kann ich jetzt im Stream nicht mehr schaffen. Ich könnte jetzt alternativ mit normaler Infanterie einsetzen und bei den Kommandeuren wechseln. Und das werde ich dann noch zeigen, wie ich das mache. Und mal versuchen, den Kampf mit normaler Infanterie und einem äh, alternativen Kommandeur zu bestreiten. Die sind ja wie gesagt extrem stark, die Kommandeure. Und vielleicht lässt sich so erreichen, dass ich möglichst viele Einheiten noch in die zweite Welle mit rüber retten kann. Genau. Aber auch das dauert noch ein bisschen, denn ich brauche ja erstmal mal wieder drei Mal äh, voll ausgebildete, reparierte, leichte Infanterie. Genau, das dauert ein paar Minuten. Und bis dahin können wir uns mal die meine Kommandeure anschauen. Oh, jetzt muss ich wieder, ähm, nee, falsch. Muss ich wieder ins Weltwunder investieren, Swings und Kiste befüllen. Okay. Gut. Wo sind die Kommandeure? Die findet man hier auch im Inventar als unter Befehlshaber. Und da sieht man, ich habe unterschiedliche Anzahlen an Kommandeuren und man bekommt die eben an unterschiedlichen Stellen, diese Kommandeure. Also diese Königin ähm, gab es hier zum Beispiel im Thailand-Event. Die kann. Mal angreifen. Naja, heilende Berührung. Es ist gar kein Angriff, das ist eine Heilung. Also, die kann eigene Truppen heilen. Viermal insgesamt in einem Radius von 3 und heilt äh, 5229 Gesundheitspunkte hoch. Ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Davon habe ich sechs. Bisschen mehr habe ich von der Gaia. Die gibt es zu gewinnen in der Schatzjagd. Das heißt, ich bekomme von der auch immer mehr und immer weitere. Also eigentlich ganz gut, diese einzusetzen, statt der hier, weil das Thailand-Event wird erst nächstes Jahr wieder kommen. Das lief jetzt einmal in diesem Jahr. Und bis dahin kriege ich auf jeden Fall keine neuen Kommandanten von ihrem Typ. Genghis Khan gab es beim äh, Mongolen-Event. Ähm, die Königin Idia gab es, glaube ich, beim persischen Event. Ähm, den Dracula gibt es jetzt, da habe ich erst einen, wie ihr seht. Genau, und diese Piraten hier sind alle von der Schatzjagd. Ähm, ich habe nur die Gaia besonders häufig bekommen. Den Gunnar nicht so häufig und den Cromwell am seltensten. Ja, den äh, Lago habe ich auch recht häufig bekommen aber Gaia eben noch ein bisschen mehr. Und hier unten sind es eben die ja, die austauschbaren Kommandanten, die man immer zur Verfügung hat. Aber wie gesagt, die sind nicht so stark wie die hier oben, aber die kann man eben auch nur einmal einsetzen. So, wenn ich jetzt die Gaia mit ins Rennen nehmen würde, die hätte 100.000 Trefferpunkte, das ist natürlich richtig stark, ist eine ähm, Fernkämpferin, Teilt ordentlich Schaden aus. Ist, glaube ich, für den Kampf nicht schlecht, weil... öffne es nochmal. Ähm, weil man hier viele, viel Infanterie als Gegner hat. Und von daher eine Fernkämpferin der zusätzliche. Kann sicherlich nicht schaden. Tosa. Danke dir für deinen Raid. Ich wusste gar nicht, dass du selber gestreamt hast. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Freut mich. Kennst du Rise of Cultures? Hast du das mal gespielt? Als äh, Forge of Empires-Spieler hast du, hast du wahrscheinlich mal davon gehört. Das geisterte ja mal als so eine Art Forge of Empires Nachfolger herum. Obwohl das ja dann doch sehr anders ist, also wirklich Nachfolger kann man das nicht nennen. Kenne ich nicht, aber ich habe es gehört. Genau, ja. Also ich mache gerade einen Rise of Cultures Stream, da ähm, vor kurzem die Browserversion von Rise of Cultures veröffentlicht wurde und ähm, gewähre hier mal einen Einblick, einen langen. <laughs> genau. Also ich habe es halt auch damals gehört. Ähm, als Forge of Empires Nachfolger dachte mir, ich gucke es mir mal an und dann habe ich es einfach weitergespielt. So, das ist jetzt fertig. Ja, ein bisschen warten müssen wir noch vier Minuten mindestens für den Kampf. Ähm, wir brauchen dreimal leichte Infanterie. Einmal leichte Infanterie ist fertig. Unten brauchte noch 36 Sekunden. Hier noch vier Minuten für das dritte Mal. Ähm, die anderen Truppen sollte ich parat haben. Okay. Gut, schauen wir nochmal auf die Kommandeure. Welchen ich jetzt konkret einsetze. Ich tendiere auf jeden Fall einen der Piraten einzusetzen, weil ich davon immer welche neue dazu bekomme. Alternativ vielleicht Lago. Lago tun nicht gut. Der ist, glaube ich, ein ähm ein Nahkämpfer. Genau, der geht auch direkt in den Kampf und kämpft dann da... Kämpft sich dann da umher. Aber ich denke, ich nehme sie gegen die Infanterie. Sollte eine Fernkämpferin eigentlich gut sein. Und die müsste von hinten aus doch einiges ähm, an Schaden anrichten können. Denke ich mal. Mal schauen, ob mir das gelingt und ob die da einen guten Job machen kann. Und dann wäre ja noch die Frage, welche... Welchen Kommandanten nehme ich dafür raus? Weil ich muss ja, wenn ich sie mit in den, in den Kampf nehmen will, muss ich ja einen anderen Kommandanten rausnehmen. Ähm, es wird, glaube ich, schwierig, mit den Leoparden wirklich die ähm, gegnerischen, gegnerischen Fernkämpfer anzugreifen. Weil wenn ich die jetzt hier hinsetzen würde, dann sind sie, glaube ich, sehr geneigt, ähm, hier, hier einfach zu bleiben und ähm, das hier als ersten Durchlauf anzusehen und äh, dann hier so dazwischen hängen zu bleiben und dann werden sie von den Infanteristen sehr schnell zerstört. Ähm, deswegen würde ich Denke ich, die Leoparden rausnehmen. Die Spartaner kann ich ja gut einsetzen, hinten dann gegen die ähm, gegnerische, gegnerischen Fernkämpfer und den Elefanten auch. Und ähm, die Kommandantin würde ich wahrscheinlich so auch hinter meine Infanterie stellen. Also vielleicht hier oben so hin oder hier unten, je nachdem, wie sich das Bild dann so zeichnet nach der Abklingzeit. Und ich hoffe, von dort aus kann sie gut Schaden anrichten. Das werden wir dann gleich sehen. Das ist jetzt ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es kann also sein, dass es schief geht. Ähm, so, und ich sagte ja, man kann die, diese speziellen Kommandanten nur einmal einsetzen. Und das bedeutet auch, man kann sie nicht nur in, innerhalb eines einer Begegnung einsetzen, sondern tatsächlich nur für einen Kampf. Das heißt, nach Welle 1 ist sie schon weg. Und in Welle 2 kann ich sie schon nicht mehr einsetzen. In Welle 2 könnte ich dann die Leoparden wieder mit reinnehmen. Genau, muss ich mal schauen. Ob ich, sie dann, äh, ob ich dann noch einen zweiten anderen speziellen Kommandanten einsetze oder die Leoparden mit reinnehme. Das kommt darauf an, wie viel von meinen Truppen so überleben. Okay, jetzt muss ich noch warten auf den hier, 26 Sekunden. Das dauert noch ein bisschen, ist aber egal, ich brauche nur dreimal Infanterie. Und dann kann ich den Kampf machen. Nummer 53, Nummer 54. Wird dann wahrscheinlich auch nichts mehr, weil dann muss ich die schwere Infanterie nachproduzieren, die ich in 53 wohl... Nee, ich habe ja nur einmal schwere Infanterie. Ah, einmal müsste ich dann noch haben. Von daher wird es wahrscheinlich doch gehen. Und hier brauche ich keine Aachener Truppen, muss ich nur ein bisschen warten. Kann ich die 54 wahrscheinlich auch noch machen. Okay, machen wir erstmal die 53. Ja, äh, ups, wollte ich gar nicht schließen. Machen wir erstmal die 53. Okay, sollte fertig sein. Ja. Schatzjagd, Station 53, Angriff. Tosa, das ist die Alternative ähm, zur Gildenexpedition, die Schatzjagd. Ähm, hier gibt es eben die Schatzjagd und in Forge of Empires gab es die Gildenexpedition, aber die Kämpfe sind doch sehr anders. Es gibt auch Verhandlungen, hatte ich schon erzählt, aber um es dir gleich nochmal noch zu zeigen: Hier gibt es Verhandlungen. Ähm, das läuft wie bei Forge of Empires. Sind aber schwerer, da, die, da man mehr Positionen zu verteilen hat und man nur drei Versuche hat. Also man kann keinen vierten Versuch in einer Taverne oder irgendwo freischalten. Man muss mit drei Versuchen hinkommen. Und oft muss man dann Edelsteine einsetzen. Und die sind auch seltener als in Forge of Empires. Deswegen, eigentlich ist Kampf geboten. Okay. So, dann positioniere ich es wieder, wie wir es im Genau, wie wir es im Discord sehen können. Mittig kommen die kommt die Infanterie. Oben die Artillerie. Unten einmal die schwere Infanterie. Oben noch einmal leichte Infanterie. Unten einmal Reiterei. Noch mal gucken. War das jetzt richtig? Ne, zweimal schwere Infanterie. Okay, dann kann ich doch nicht mehr äh, den Kampf 54 machen, weil jetzt zu viel schwere Infanterie kaputt gehen wird. Genau. Sonst hatte ich ja immer eine noch übrig. So, und jetzt kommen hier hinten die Fernkämpfer. Ja, genau so. Das wäre nichts für mich. Ich muss ins Bett. Die Zeitumstellung wird mich heute rat, hart rannehmen. Vor allem wegen der Kids. Ja, die, die merken ja die Zeitumstellung nicht, ne, Tosa? Ähm, meine Tochter ist äh, heute nicht zu Hause. Heute Nacht. Von daher, Glück gehabt. <laughs> Kann noch ein bisschen machen. Aber allzu lange werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Genau, den Kampf noch vielleicht und ein bisschen ausleiten und dann mache ich mache los mit dem Stream und ähm, dann geht das Ganze auf YouTube und dann freue ich mich, äh, wenn das ein bisschen Resonanz von, äh, von 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 Rise of Cultures Spielern bekommt. Mal schauen. Okay, also ich hatte gesagt, ich tausche die Leoparden gegen Gaia. Okay. Jetzt habe ich ja nicht sofort die Leoparden verfügbar. Hier muss ich mal was, noch was zu, dazu sagen. Ähm, die Piraten haben die Kanone als Artillerie. Ich habe... Äh, wie heißt es eigentlich? Tribuchet oder sowas? Naja, so eine Steinschleuder. So eine große Steinschleuder als Artillerie. Ähm, die richtet ordentlich Schaden an. Und ähm, es ist nicht wenig gefährlich, die vorne an der Frontlinie zu positionieren, aber mit den zweimal Infanterie direkt hier vorne, ähm, die nach vorne laufen, um in den Angriff zu geben, gehen, wird der Weg zur, ähm, zur Artillerie versperrt. Das heißt, ähm, diese Infanteristen hier werden die Artillerie nicht sofort angreifen können. Das führt da schon versperrt der Weg. Also das sollte kein Problem sein, wenn die so nah dran steht. Und das bietet sich jetzt hier für die Positionierung auch einfach an. Okay. Gut, dann werden wir mal schauen, ob ich die oder wann ich die Gaia einsetzen kann. Dauert auch ein bisschen, aber relativ schnell. Jetzt kann ich die Gaia aufs Feld bringen. Ähm, wo stelle ich die jetzt am besten hin? Hier unten sind sehr viele. Aber da auch eigentlich. Ist eigentlich egal. Ich stelle sie dahin. Genau, sie kann auch gleich losschießen. Genau, die Fernkämpferin kann gleich schießen. So, meine ähm, Spartianer. mit denen greife ich die gegnerischen Fernkämpfer an. Oh, die macht wirklich ordentlich Schaden. Und mit den Elefanten, die hier oben. Okay. Ja. Also, das äh, sollte gut sein. Gut genug. Also Gaia hat ordentlich Schaden gemacht. Und es haben genügend Truppen überlebt. Überlebt für Welle 2. Jetzt darf ich nicht vergessen, meinen Kommandanten wieder einzusetzen. Das ist ein bisschen noch ein kleines, kleines Manko, muss ich sagen. Also die Gaia ist jetzt verbraucht. Habe ich jetzt nur noch 6 von übrig. Ähm, ich würde jetzt die Leoparden wieder mit reinnehmen. Das ist äh, Königin Xokchil? Xok 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 sehr schwer, diese aztekischen Namen. Ähm, genau, ähm, auch weil sie so gut sind gegen die Kanonen, ja, weil die sind richtig gut gegen die Kanonen, die Leoparden. Und ähm, habe eigentlich von fast jedem Trupp noch was am Leben, das ist sehr, sehr gut. Ich schaue mal, wie ich die jetzt hier am besten positioniere. Ja, ähm, läuft aufs Gleiche raus. Ich werde mal dort zwei hinstellen. Ja, nee, 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 ich mach's es doch anders. Ich stelle die so. Ich stelle die so. Und platziere die Fernkämpfer so. Genau. dann sind mehr. Einfach noch mehr vor den Fernkampfeinheiten platziert. Das ist, denke ich, ein wenig besser. Ich könnte höchstens alles noch ein bisschen höher ziehen. Ach, geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Da sind ja nur, ist ja ein Feld weniger oben in der Reihe. Okay. Dann geht's los. Leoparden gleich auf die Kanonen. Töten sogar beide Kanonen. Ähm, meine Spartaner kann ich jetzt hier unten einsetzen, um. Die gegnerische Infanterie länger hinzuhalten, ähm, denn die also gegnerische Fernkämpfer gibt es gar nicht mehr außer die Kanone. Ähm, ich, wobei ich kann sie auch hier hin, nee, ich setze sie hier ein, damit ähm, nachdem die Infanterie, meine Infanterie hier unten gestorben ist, ähm, die gegnerische Infanterie ein, ein Stück weit hochwandert. Und weiter weg geht von meinen, meinen Fernkampfeinheiten. Dann, hat meine Fernkampf, dann haben meine Fernkämpfer mehr Zeit, um die gegnerische Infanterie zu bekämpfen. Und die Infanterie muss ja erst an die Fernkämpfer ranrücken, um überhaupt Schaden anzurichten. Genau, deswegen kommt die jetzt hier hin. So, und die Elefanten sind gleich bereit. Die setze ich jetzt nochmal weiter hinten, nochmal weiter zurück. Den Elefanten. Und dann, genau, sind die alle hinten gebunden und die Fernkämpfer kriegen überhaupt keinen Schaden. Das lief auch hervorragend. Okay, aber wie gesagt, meine schwere Infanterie ist jetzt vollkommen zerstört. Ich muss die jetzt nachproduzieren und das dauert über eine Stunde. Und das ist dann zu lang. Und deswegen werde ich jetzt erstmal keinen weiteren Kampf mehr machen. Ich bin jetzt bei, ähm, beim 55. Kampf angekommen. Und kann die eben morgen am Sonntag dann alle noch zu Ende machen. Na, wo bin ich jetzt? Genau. Ne, beim 54. erst. Aber schaffe ich auch. Schaffe ich trotzdem. Mikro geht noch. Ja, weil der Ton an ist. Weil der, weil der äh, die Hintergrundmelodie an ist. Genau. Dann kriegt das Headset mit, okay, da kommt ja Ton raus, also bin ich anscheinend in Benutzung. Könnte man besser lösen, ne? Also Mikro ist halt zweischneidig, ne? Wenn jetzt irgendwie im Raum einfach nur geredet wird und man gar nicht direkt in das Mikro spricht, dann ist es okay, dass das Headset ausgeht? Ich finde es auch generell okay, dass äh, das so eine Energiesparfunktion hat, dass es von alleine ausgeht. Ich habe nämlich auch schon manchmal vergessen, das auszuschalten. Ähm. Aber man könnte ja gucken, wird ein gewisser Pegel überschritten. Wenn man direkt in das Mikro spricht, ist es doch viel lauter, als wenn man irgendwo in der Nähe ist und redet. Da ist doch der Ausschlag vom Pegel, vom Mikrofon nur minimal. Also ist ein bisschen schlecht gelöst, muss ich sagen. Könnte man die Software eigentlich ein bisschen verbessern für das Headset. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Headset. Okay. Kampf 54 äh, stehe ich jetzt. Ähm, wir haben gerade die Hälfte der nächsten Event-Quests erledigt. So, wird hier noch eine halbe Stunde. Produzieren lassen. Okay. So. Ja, jetzt habe ich eben keine schwere Infanterie mehr zur Verfügung. Die muss jetzt hier, wie gesagt, äh, über eine Stunde nachproduziert werden. Und ich brauche jetzt für den nächsten Kampf dann doch zwingend äh, für 54... Ich irre. Ach doch, da oben. Da. Ich brauche zwingend eine schwere Infanterie. Und die habe ich im Moment nicht. Und ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ähm, so einen Beschleuniger einsetzen. Es gibt hier im Inventar Gegenstände unten. Beschleuniger. Und da gibt es zum Beispiel hier die, den Auffüller für die schwere Infanterie. Davon hätte ich noch 13 übrig. Aber ich habe ja noch relativ viel Zeit. Ich habe halt noch morgen, ähm, um die letzten sechs Kämpfe zu machen. Und das sollte passen. Und deswegen werde ich, möchte ich dafür keinen kein, ähm, dieser Auflader verbrauchen, ähm, die die Kaserne sofort voll machen. Genau, also falls man, falls man knapp an Zeit ist, kann man eben diese Auflader verwenden. Ähm, man sieht, für manche Sachen nutze ich die dann nicht oft. Also zum Beispiel für die Fernkämpfer, die sind ja meistens hinten und die sterben halt auch viel seltener. Deswegen sammeln die sich hier so ein bisschen an. Ähm, auch für die Pferde benutze ich es nicht so oft. Ähm, weil die. weil man nicht so oft die Pferde braucht. Ja, also die sterben nicht so häufig. Die sind einfach nicht bei jedem Kampf dabei oder bei weniger der Kämpfen, Kämpfe dabei. So, ich kann jetzt nochmal Forschungspunkte in Weltwunder stecken. Jetzt nochmal die Sphinx hier. Unterstützt. Aber dann würde ich sagen, dass ich an der Stelle den Stream beende. Und ich habe ja jetzt so einen groben Abriss gemacht über so ein bisschen alles. Tyrawahl, nein, Tyrawahl, da du ja jetzt wieder da bist, bist du wieder da? Oder hast du noch mal kurz reingeguckt, ob das Mikro noch geht? Also, ähm, ja, wenn du jetzt keine Frage hast, Hörer, weil ähm, ich kann hier bestimmt viele Fragen beantworten. Falls es Fragen gibt im Chat, dann kann ich hier auf äh, gewisse Einzelelemente eingehen. Und äh, einiges auch zeigen, was die, was die Forschung betrifft, kann ich halt leider gar nichts zeigen. Ähm, Kulturen kann ich auch zeigen, ähm, muss ich aber aktuell nicht machen, ähm, da ich eben durch bin soweit mit der Forschung und brauche die Güter nicht mehr aus den Kulturen. Es gibt hier noch ein paar andere Elemente, die ich jetzt heute noch nicht angesprochen habe und gezeigt habe. Von daher ähm, wäre noch Platz für Material oder könnte ich noch einen zweiten Stream machen über Rise of Cultures, ähm, der dann eben die weiteren Themen mit abdeckt. Und dann ja, dann ist hier eigentlich äh, bei Rise of Cultures ich, mein, ich glaube für, für viel mehr Material ist hier gar nicht äh, Platz, ja. Also man, könnte halt, man kann halt die ganzen äh, Schatzjagdkämpfe zeigen, äh, wie, man die, wie man die durchspielt und wie man die schafft. Ähm, das, äh, davon davon gibt es aber auch schon ähm, YouTube-Videos. Einfach mal nach Crimorel suchen. Der, hat, ähm, der war mal bei uns auch in der Allianz und der hat seine Kämpfe als YouTube-Videos hochgeladen. Die einzelnen Schatzjagdbegegnungen, da kann man mal nachgucken. Das sind im Grunde die Aufstellungen, die man hier sieht, die er da nachgespielt hat. Und da sieht man halt dann auch noch, wo kon konkret er die, die ähm, Helden einsetzt, also die Befehlshaber und so. Ne? Das sieht man ja jetzt hier in diesem Bild nicht. Ne? Das muss man dann wissen, wo man was einsetzt. Genau, und ansonsten, äh, ja, falls ihr eine gute Gilde sucht, falls ihr... Ähm, Discord habt ähm, oder Discord nutzen wollt, dann kommt gerne zu uns und zu unserer Allianz ähm, Amorak Amarok, <laughs> nicht Amorak, Amarok hier ja. Amarok könnt euch bewerben. Wir haben noch 10 Plätze frei und ähm, ja, freuen wir uns, wenn wir Unterstützung bekommen. Dann kommen wir nämlich auch in der Schatzjagd weiter. Hier gibt es nämlich noch so Truhen. Hier unten, oh, ich habe wieder eine weitere Truhe geöffnet. Und äh, jedes Mal, wenn man so eine Truhe öffnen kann, kriegt man einen guten Preis, wie das hier jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt eine Anpassung. Und äh, Truhe 7 werden wir wohl noch erreichen, aber danach sieht es schlecht aus. Also Truhe 8 und danach schaffen wir halt nicht. Weil dann bräuchte man mehr Mitspieler, die dann eben noch mehr freispielen können. Genau. Und da wir eben nur eine halbvolle Gilde haben, schaffen wir nicht so viele Truhen zu erreichen. Genau. Aber je mehr Mitspieler man hat und je aktiver die, Sch die Schatzjagd gespielt wird, desto mehr Truhen erreicht man und desto schneller kommt die Gilde weiter. Ja, also, falls ihr äh, Interesse habt, meldet euch gerne. Ähm, hier nochmal: Amarok. Wir suchen noch Leute. Äh, Zeitalter ist egal. Könnt gerne direkt einsteigen. Und äh, wenn es Fragen gibt, da haben wir ja den Discord. Ne? Da könnt ihr reinschauen. Und da gibt es die ähm, Schatzjagdkämpfe, wie man da die Aufstellungen machen muss für alle Begegnungen. Und es gibt auch Schlachtaufstellungen für Sektoren. Es gibt ja auch eine Karte. Da kann ich leider auch nichts mehr zeigen, weil ich da komplett durchgekämpft habe. Auch dafür gibt es Schlachtaufstellungen für jeden Kampf. Ja, und allgemein für Hilfe kann man halt auch nach Hilfe fragen. Und hier hatte ich ja am Anfang des Streams gezeigt, wie wir hier über die Ketten ähm, uns aufteilen und ähm, einander helfen beim Ausbau der Weltwunder. Ja. Okay. Gut. Das soll es gewesen sein. Im Stream waren jetzt erstmal vor allem zwei alte Bekannte von mir aktiv mit äh, Thürerwald und Tosa. Ähm, ich würde mich freuen, wenn jetzt ähm, im Nachhinein noch ähm, Leute unter dem YouTube-Video kommentieren. Ähm, und vielleicht seid ihr beim nächsten Stream dabei. Das wäre natürlich auch cool. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn ihr gleich interaktiv ähm, äh, Fragen mitstellen könnt und, und, und äh, euch mit einbringen könnt. Und dann kann ich da direkt darauf reagieren. Äh, Türewald, nochmal noch mal 42. Doppel danke. Ähm, <laughs> also, echt, danke dir. Ähm, und ja, eine gute Nacht dir. Ähm, auf jeden Fall ähm, super super, dass du da warst, dass du ähm, gut unterstützt hast bei den bei den ähm, bei den Mikrof dem Mikrofonproblem, <laughs> was ich sonst gehabt hätte. Und äh, danke dir für deine Bits. Und ähm, nochmal danke an äh, Tosa für den Raid und äh, an To Brace auch für seine 100 Bits. Das war ja auch ein ordentliche <laughs> ordentliche ähm, Bit-Gabe äh, Bit von dir. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du Rise of Culture spielst, zu Brace. Hatte ich überhaupt gefragt? Du warst nur kurz da, ne? Warst, glaube ich, nur kurz da. Hast die Bits rausgehauen und ja, genau. Und auch an äh, Silvi, Vielen Dank für dein Follow. Genau. Okay. Das soll es gewesen sein für diesen Stream. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich auf Kommentare unter dem Video und ähm, wünsche euch jetzt erstmal eine gute Nacht und dann gerne bis zum nächsten Mal. Mein nächster regulärer Stream wird voraussichtlich am Mittwoch um 22 Uhr ist es meistens sein. Ähm, ah, Raid, danke für die Erinnerung. Hätte ich jetzt auch wieder vergessen. Ähm, wird voraussichtlich am Mittwoch, Mittwoch um 22 Uhr ungefähr, vielleicht auch jetzt 22.30 Uhr sein. Ähm, da spiele ich öfter mal Forge of Empires. Ähm, dieses Mal wahrscheinlich nicht, weil es da, glaube ich, nichts Neues zu erzählen gibt. Ähm, muss ich noch schauen. Ich weiß noch nicht genau. Äh, vielleicht Black Mesa, vielleicht. Ja, wahrscheinlich sogar Black Mesa. Genau. Und Raid. Auch dafür danke für die Erinnerung. Wer ist denn noch live? Wer ist denn noch live? Oh. Pi ist noch live und Josie auch. Ähm ja, dann würde ich doch mal zum Pi raiden. Pi ist auch ein Forge of Empires Spieler und macht auch viele. Coach of Empire Streams, genauso wie Josie früher viele gemacht hat. Die wird bestimmt auch wieder ein, mal wieder einen machen. Im Moment weniger. Ähm, Pi macht relativ viele Streams äh, von der neuen Welt auf Sir. Aber spielt aktuell äh, Assassin's Creed zusammen mit Josie. Und äh, zum Pi werde ich jetzt Raiden. Ähm, muss ich nur noch einstellen. No. Die spielen schon haben schon vor mir angefangen zu spielen und spielen immer noch <laughs> aber ähm, ich also sie spielen halt auch ein spiel wo man lange spielen kann ne? also hier ist ja jetzt erstmal pause da ich jetzt nicht mehr weiterkämpfen kann kann ich jetzt auch im grunde kann ich jetzt nur pause machen und Assassin's Creed geht halt. Kann man halt über Stunden spielen, ne? Äh, okay. Wo ist denn jetzt hier? Ja, Stream Manager. Genau auf Twitch. Und da noch den Raid-Knopf finden. Kanal raiden. Und. Ricky P. Raid beginnen. Wir können für P nicht raiden. Okay, der hat anscheinend seinen Raid verboten. Dann, ähm. Raiden wir doch die Josie, Staubvogel. Wir können Staubvogel nicht reden. Warum das denn nicht? Beide. Haben sie beide den Raid untersagt? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Versuch's nochmal. Ich habe jetzt nochmal die Seite neu geladen. Die geht nicht. Tschose geht nicht. Okay. Dann rade ich sie nicht. Dann rade ich stattdessen äh, den Maulwurf Viking. Der spielt Anno 1800. Ja. <laughs> Und das ist zumindest ein ganz ähnliches Spiel, ne? Städteaufbauspiel, das ist vom, vom Prinzip her ein bisschen ähnlich. Oh, hier ist noch ein, einmal äh, ein Ereignis aufgetaucht, können wir nochmal schnell einsammeln. Dann rede ich die Maulwurf. Ich hoffe, er erlaubt es. Ja, der erlaubt es. Okay, rede ich zum Maulwurf. Äh, der ist auch. Ja, immer mal wieder in. Äh, in den Streams so von Josie und Pi oder auch mal bei mir mit drin und ähm, streamt halt auch selbst und streamt halt vor allem Anno 1800 und das ist ja thematisch so ein bisschen so ähnlich, nur eben kein Browserspiel und deutlich umfangreicher noch. Ne? Okay, dann viel Spaß beim äh, Maulwurf oder eben geht gerne auch zu Pi oder Josie, wenn ihr da mehr Lust drauf habt äh, und bleibt noch im Raid drin für die Kanalpunkte. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und danke.